So, Freunde des Tradings und des regen Handels, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen JFD Live-Event. Die besten Strategien, Trading-Strategien vom Portfolio Manager. Ich freue mich an dieser Stelle auf jeden Fall, dass wir heute einen Spezialgast haben, der sich heute zum zweiten Mal die Ehre gibt, uns hier sozusagen Einblicke zu geben, die hier fern des Retail-Marktes sozusagen ihre Anwendung im institutionellen Bereich finden. Und das ist ja auch ein großer Mehrwert, den wir natürlich hier auch euch als unsere Kunden oder auch noch nicht Kunden, hoffentlich bald werdende Kunden geben wollen, weil uns sehr daran gelegen ist, dass ihr praktisch auch hier am Markt profitabel seid. Das fängt natürlich mit einer guten Grundlage an, mit einer guten Ausbildung, mit einem guten Fundament. Und das ist auch das, warum wir hier regelmäßig diese Live-Events machen und uns da auch immer sehr viel Kompetenz ins Haus holen. Und heute zu Gast, wie gesagt, hier André Stacke, Portfolio-Manager, ehemaliger Portfolio-Manager. Er selbst wird auch noch etwas zu sich erzählen dann, damit wir noch ein paar Einblicke kriegen, mit wem wir es denn eigentlich zu tun haben. Und hier natürlich bei uns im Bereich Research, Webinar, Events, so seid ihr auch zu uns gekommen. Hier natürlich dann auch nochmal eine kleine Kurzvita von ihm zu sehen. Und wir hatten ja heute Morgen schon das Vergnügen. Ist überhaupt jemand dabei, der heute Morgen auch schon dabei war? Praktisch sozusagen ein, wie sagt man, Doppelthitter. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es genau benennen soll, aber zumindest ein Wiederholungstäter, so rum, genau. Dann einfach mal melden. Ansonsten hier haben wir unseren André hier mit hoher Fachkompetenz. Und tatsächlich, wir haben auch Wiederholungstäter. Insofern sehr, sehr schön. Da bin ich mal gespannt, was der André so vom Stapel lässt. Ich glaube, André, dein Mic hast du off geschaltet. Da ist er doch. Genau. André? Ja, ich bin da. Ich höre dir gespannt zu. Du Scherzkeks, aber sehr gut an dieser Stelle. Ich will gar nicht der Worte zu viel verbrauchen, denn wie gesagt, ihr seid ja hier, um das mitzunehmen, was uns der André sozusagen übermittelt. Freue mich, wie gesagt, dass er da ist. Er wird gleich ein Stück weit was mehr noch zu sich erzählen und das schicke ich gleich mal vorweg. Am Ende haben wir da noch ein kleines Gimmick für die Teilnehmer des heutigen Webinars sozusagen, um hier das Ganze noch ein Stück weit zu vertiefen. Ich, meine lieben Leute, würde jetzt den Bildschirm direkt mal an André gleich übergeben. Nicht wundern, dann schaltet das Bild mal kurz ab. Zu meiner Person, Chris Kämmerer, brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Wer doch was wissen will, schreibt es einfach in den Chat. Das sollte aber soweit klar sein. Jetzt ernenne ich mal dem André zum Moderator. Insofern schieben wir uns seinen Bildschirm zu Gemüte. Und dann geht es auch schon gleich los. Jawohl, André, da ist er zu sehen, da ist die PowerPoint zu sehen. Und insofern, wie gesagt, wir haben ein volles Programm. Es ist spät am Abend. Erstmal danke für alle Teilnehmer. Und ich würde das Mic, das Zepter sozusagen an dich übergeben. Und vorab noch die Einleitung, liebe Leute, wenn ihr Fragen habt, in den Chat. André ist auch bereit, gern zwischendurch, wenn ich da mal so reinkrätsche, hier die ein oder andere Frage zu beantworten. Ansonsten hinten raus natürlich dann ohnehin noch Frage und Antworten, wie es jedem beliebt. Also wünsche ich euch viel Spaß. Ich finde es auf jeden Fall spannend, was André zu sagen hat. Ich habe es ja schon mal mitbekommen. Also jetzt anschnallen, festhalten. André, die Bühne gehört dir. Ja, lieben Dank, Christian, und lieben Dank auch an die Einladung von GFD Brokers, dass ich hier heute das Webinar mit euch, mit Ihnen machen darf. Zu meiner Person werde ich, wie gesagt, gleich noch ein bisschen was erzählen. Aber vorweg, ich bin 11 Jahre lang Portfolio Manager gewesen, habe mich jetzt im April selbstständig gemacht und ich möchte heute mit euch, und ich bleibe einfach beim Du, weil im Trading sind wir alles Freunde. Ich möchte heute mit euch die besten Trading-Strategien vom Portfolio Manager teilen, also das, was ich in den letzten Jahren sehr aktiv in meinen Fonds angewendet habe, die Instrumente, die Möglichkeiten, die Strategien, mit denen ich tatsächlich auch bewiesenermaßen mehrere 100 Millionen Euro gewonnen habe, mit dem ich im Overlay aktiv war. Und die Strategien, die eben auch jeder von euch da draußen selber nutzen kann, wenn er einfach das Wissen aufnimmt, wenn er das Wissen anwendet. Und so ein Vortrag ist ja immer nur ein Impuls. Und wie gesagt, ich bin auch jedem sehr dankbar, dass er hier seinen Feierabend mit mir teilt und diesen Impuls aufnehmen möchte. Aber am Ende, das Geld muss man selber verdienen. Es bringt eben nichts, das Wissen nur zu haben, sondern man muss das Wissen auch nutzen und dementsprechend dann auch tun. Ich finde es super spannend, über Börse zu reden. Ich finde es super spannend, mich mit der Börse zu beschäftigen. Ich mache das mittlerweile schon seit 22 Jahren. Wie gesagt, das war die letzten 11 Jahre mein Hauptberuf. Ich habe relativ früh angefangen, habe tatsächlich mit 13 Jahren, also 1996, meine allerersten Aktien gekauft. Und nein, es waren nicht die Telekom-Aktien, die hatte ich später auch in der Neuemission, sondern meine erste Aktie war tatsächlich die Mannesmann-Aktie. Und der eine oder andere kennt es vielleicht noch. Mannesmann, ein langweiliger Röhrenhersteller aus Düsseldorf, der dann einer der ersten im Handygeschäft war und die Aktie dann bis heute die teuerste Börsenübernahme der Weltgeschichte durch Vodafone. 5 Jahre später habe ich für 70 D-Mark damals gekauft und für 420 wieder verkauft.
Und das war natürlich ein Erlebnis als junger Mensch, wenn da alles drinsteckt, dein ganzes Konfirmationsgeld, dein ganzes Spargeld, dein ganzes Taschengeld und alles, was du irgendwo zusammengekratzt hast in diese eine Aktie und die sich dann mehr als vervierfacht, dann bist du vom Börsenvirus infiziert. Das war ich damals auch. Habe dann sogar das normale Gymnasium verlassen, um ans Fachgymnasium für Wirtschaft zu gehen. Habe natürlich BWL studiert, erst in Greifswald, meine Heimatstadt, später dann an der Universität Mannheim. Habe meinen ersten Kontakt mit der Börse, wie gesagt, sehr früh gehabt und bin eben 2007 dann als Investment Professional eingestiegen bei einer der größten deutschen Fondsgesellschaften hier im Standort in Frankfurt. Das Haus verwaltet über 320 Milliarden Euro, also 320 Milliarden Anlagegeld, was er jeden Tag betreut und vermehrt werden will. Und am Ende meiner Karriere im April 2018 hatte ich selber dann auch vier Fonds, die ich gemanagt habe. Wie die gelaufen sind, zeige ich gleich. Habe dann in der Spitze auch 2,5 Milliarden Euro verwaltet, bin also der Herr über 2,5 Milliarden Euro gewesen, habe das Geld entsprechend jeden Tag für die Anleger probiert zu vermehren und habe dann tatsächlich auch in den letzten 10 Jahren mehr als 500 Millionen Euro gewonnen. Und ja, das ist eine Menge Geld und nein, man hat natürlich dann trotzdem noch einen Bezug dazu, obwohl es dann manchmal auch surreal ist, 100 F-Dachse, 1000 Euro Stocks oder 100 Millionen Euro Dollar zu traden. Es ist eine andere Welt. Nichtsdestotrotz, ich habe auch vieles aus der Retail-Welt mitgenommen, auch sehr viel gelernt in dem Bereich. Und die Frage, die wir uns alle stellen, ist natürlich die gleiche. Wie schaffe ich es, an der Börse erfolgreich zu sein? Wie schaffe ich es, eben gute Renditen zu erzielen mit möglichst wenig Risiko und wenig Stress? Und genau darum geht es heute bei dem 60-minütigen Webinar. Ich werde euch also viele Ideen und Tricks mitgeben, wie ihr es schaffen könnt, eben die Ansätze zu fahren, die ich in den letzten Jahren auch gefahren habe. Und neben den Fonds ist es vielleicht auch spannend zu wissen, habe ich auch Overlay-Management gemacht. Was bedeutet Overlay-Management? Das bedeutet, dass wir Kollegen eben ein Risikobudget von ihren Fonds gegeben haben und ich völlig autonom über Aktien, über Renten, über Währungen, über Optionen, über Futures eben Zusatzerträge für ihre Fonds erzielen sollte. Und um da einfach mal ein paar Zahlen zu nennen, wir hatten mit zwei Leuten dann ein Risikobudget von tatsächlich 3 Milliarden Euro. Das bedeutet nicht, dass wir 3 Milliarden Euro verlieren durften, sondern unser Ziel war es, auf diese 3 Milliarden Euro 2% zu verdienen. Wir durften maximal 2% verlieren, bedeutet also 60 Millionen Euro. Wenn jetzt das Jahr neu anfängt, der erste eines Jahres ist und die Aufgabe ist, lieber André, verdien doch jetzt bitte 60 Millionen Euro mit dem DAX-Future, mit dem Bund-Future und mit Euro-Dollar, ist es eine sehr spannende Aufgabe, eine Aufgabe, die mich auch lange Zeit sehr, sehr gefesselt hat, aber eben auch eine Aufgabe und auch ein sehr gutes Gehalt, was man natürlich als Portfolio-Manager bekommt. Sehr angenehmes sechsstelliges Gehalt. Aber irgendwann war es eben auch an der Zeit zu sagen, hey, ich habe genug, ich möchte mich anderen Themen widmen, anderen Schwerpunkten und möchte eben in das Thema Ausbildung gehen und möchte eben auch hier mein eigenes Trading einfach genießen und eben meine Zeit und mein Leben auch ein bisschen anders gestalten, als dann jeden Morgen von 8 bis abends um 8 vor Reuters, vor Bloomberg zu sitzen und jeden Tag Millionen zu verdienen und im Verhältnis zu dem, was man da an den Märkten macht, dann doch nur einen kleinen Bonus zu bekommen. Wenn man weiß, wie es geht, und da kann ich jedem hier nur sagen, der im Webinar ist, man kann es lernen, es ist alles kein Hexenwerk und man braucht sicherlich auch keine 22 Jahre, um profitabel zu sein. Aber man muss eben auch ein bisschen Arbeit reinstecken. Es ist einfach Quatsch zu sagen, hey, ich stehe morgen auf und bin der nächste Supertrader und ich bin dann eben kompetitiv mit André und mit anderen da draußen unterwegs. Das wird nicht funktionieren, sondern es braucht eine gewisse Ausbildung. Und da finde ich es eben auch toll, dass GFD hier solche Webinare anbietet und eben auch regelmäßig Profis einlädt. Und der Christian hat ja auch schon viele, viele Jahre Kapitalmarkterfahrung. Und das werdet ihr merken, umso länger ihr dabei seid, umso besser werdet ihr. Und diese Ausbildung ist eben die Grundlage und die Erfahrung ist dann das i-Tüpfelchen. Wie gesagt, habe da also viel gemacht, bin auch durch verschiedene Weiterbildungen gelaufen, bin geprüfter Eurex-Händler, habe einen NLP-Practitioner, das ist eine Ausbildung in Coaching, bin Certified Financial Techniken, das ist auch eine sehr schöne Ausbildung zur technischen Analyse. Muss sagen, ich bin teilweise erschreckt, auch in der Fondsindustrie, wie da teilweise Charts gemalt werden. Da können die Leute sich beim Christian was abgucken. Der kann deutlich bessere Charts malen als die meisten Fondsmanager in ihrem Bloomberg. Ja, du wirst lachen. Also, da könnte ich jetzt Geschichten erzählen, Christian. Da geht der Chart dreimal durch die Trendlinie durch und die Leute ziehen den Chart von links nach rechts und nicht von rechts nach links und unsauber und zwei Punkte Charts. Also wirklich großes Abenteuer und da kann man eben wirklich auch von dir und auch von anderen da draußen sehr viel lernen. Und die meisten Profis sind eben zwar gut ausgebildet, haben aber sich dann vielleicht auch nicht so dezidiert damit beschäftigt. Es gibt also auch einen großen Unterschied zwischen einzelnen Portfolio-Managern. Und wenn ich sage, hey, ich habe mit 35 über 2,5 Milliarden verwaltet, heißt es eben auch, ich war bei uns in der Abteilung
der jüngste Kollege mit dem meisten Geld. Und das kommt eben nicht von ungefähr, sondern das kommt auch nur durch gute Performance. Bin auch selber im Ausbildungssegment schon lange unterwegs, bin seit 7 Jahren Dozent an verschiedenen Akademien, an verschiedenen Hochschulen, bin auch regelmäßig an Universitäten. Am Samstag zum Beispiel in Bielefeld, wenn ich da besuchen möchte, beim B-Invest Day. Am Montag bin ich in Mainz an der Uni Mainz, halte da auch einen Vortrag für Studenten und Börsenbegeisterte und führe eben diese Mission, das Thema Börse, Anlage und Trading etwas voranzubringen, um eben Leute auszubilden, um euch am Ende es zu ermöglichen, Geld zu verdienen, um euch zu ermöglichen, profitabel am Markt zu sein und eben ein finanzielles Standbein aufzubauen, vielleicht 5 oder 10 Jahre früher in Rente zu gehen oder vielleicht auch in 3 oder 4 Jahren die nächste große Anschaffung zu machen, die eben dann nur durch die Börse möglich ist. Und das ist auch so ein Klassiker, auch in der Coaching-Ausbildung. Wir überschätzen total, was wir in 1 und 2 Wochen erreichen können. Das ist typisch menschlich. Stichwort Overconfidence, 20% jede Woche kein Thema. Aber wir unterschätzen auch unglaublich, was wir halt in 5 oder 10 Jahren erreichen. Und ganz ehrlich, ich war natürlich, als ich angefangen habe mit der Börse, ein totaler Newbie, habe nichts gewusst. Und auch, wo ich als Fondsmanager 2007 angefangen habe, war ich noch ein Anfänger, habe mich aber sukzessive weitergebildet, habe unglaublich viel dafür getan. Und mit dem Wissen jetzt, was ich habe, bin ich mir auch sicher, wenn ich das weitergebe an Leute, kann ich jeden profitabel machen und vor allen Dingen auch viel Ertrag mit wenig Stress, wenig Risiko erzeugen. Und wie ich das genau mache, das werde ich euch heute im Webinar vorstellen. Und wie gesagt, mittlerweile bin ich frei und selbstständig, habe mein eigenes Portfolio, was ich sehr erfolgreich verwalten kann. Habe heute Vormittag auch von meinem Yen-Trade erklärt und beziehungsweise kurz erzählt. War hier also den Yen Long mit einer Strategie, die ihr auch auf meiner Webseite findet. Nach dem Verfall Short heißt die Strategie. Und die Idee erkläre ich auch nachher. Findet ihr alles auf meiner Webseite www.andre-starke.de. Da sind auch alle Strategien nochmal erklärt. Da findet ihr auch schöne Videos. Und jeder, der sich im Bereich Börse ausbilden will, den kann ich nur einladen. Guckt euch möglichst viel an. Und wenn ihr irgendwie könnt, arbeitet mit Profis zusammen. Wie erkennt ihr einen Profi? Natürlich dadurch, dass er lange am Markt ist. Natürlich dadurch, dass er auch bestimmte Ausbildungen hat. Und soweit ich weiß, hat kein anderer Börsencoach und Trainer im Retail-Segment ein CFA. Schaut euch das mal an, Chartered Financial Techniken. Also das ist schon eine Sache, das haben wir ein paar. Aber Chartered Financial Analyst, also hier die Ausbildung in der Fundamentalanalyse, hat so gut wie keiner. Und wenn ihr bei den Banken seid, wenn ihr bei Goldman arbeitet oder bei Merrill Lynch oder wie sie alle heißen, ist das relativ verbreitet und auch in der Asset Management Industrie. Weil da werden natürlich die nötigen Grundlagen gelehrt, die am Ende auch dazu führen, dass man profitabel ist. Und das ist ein Quatsch zu sagen, hey, ich bin jetzt irgendwie seit 2 Wochen Trader, ich bin profitabel und jemand, der seit 20 Jahren für eine Bank tradet oder einen Fonds, der ist es nicht. Ganz ehrlich, ich kenne so viele sehr erfolgreiche Fondsmanager, die jedes Jahr gutes Geld verdienen. Aber ich kenne leider nur wenige Retail-Trader und ich werde nachher auch noch sagen, woran das liegt. Ja, die Fonds, die ich gemanagt habe, wie gesagt, hier mein erster Fonds seit 2010, verschiedene Preise gewonnen. Das waren meine anderen Fonds, mein größter Fonds hier insgesamt mittlerweile 2 Milliarden fast groß. Und das war der letzte, den ich dann bekommen habe. Wie gesagt, ihr kriegt auch nur dann Fonds, wenn ihr eben gute Ergebnisse erzielt. Und im Wesentlichen laufen die Fonds hier nach sämtlichen Kosten, also auch nach Kosten, die ich nicht verschuldet habe, von links unten nach rechts oben. Habe also hier insgesamt einen relativ guten Job gemacht und wie gesagt, in Summe über 500 Millionen Euro für die Kunden verdient. Warum ist mir das Thema Finanzbildung so wichtig? Warum muss ich hier am, das haben wir heute, Christian, am Donnerstagabend meine Klappe aufreißen? Warum brauche ich eine private Webseite? Warum kann ich nicht einfach nur für mich traden, wenn ich so gut bin? Die Antwort ist ganz einfach. Ich fühle in mir eine Mission. Ich fühle eine unglaubliche Ungerechtigkeit in Deutschland. Und die kann ich überschreiben mit der Folie: Deutschland ist arm. Es kotzt mich total an, dass wir immer mehr Abgaben haben, immer mehr Steuern zahlen. Es kotzt mich total an, dass wir in Deutschland länger arbeiten als die Griechen, die Franzosen, die Italiener. Es kotzt mich an, dass wir weniger krank sind, eine höhere Produktivität haben und trotzdem deutlich weniger Vermögen. Und das zeigt euch diese Folie hier, die finde ich ganz spannend. Deutschland ist Weltmeister beim Sparen. Und Deutschland ist eben auch Weltmeister im wenigen Geld haben. Das ist ja einfach mal, was ich euch gelb markiert habe, das Vermögen der deutschen Haushalte im Median. Und das bedeutet Folgendes, das bedeutet 51.000 Euro, das ist lächerlich wenig, ist das Medianvermögen eines durchschnittlichen deutschen Haushalts. Also 50% haben weniger, 50% haben mehr. Und wenn ihr guckt, Länder wie Slowakei, Portugal, Österreich, Finnland, Slowenien, Griechenland, Niederlande, Frankreich, Italien, Spanien, Belgien und so weiter und so fort, haben deutlich mehr Vermögen als Deutschland. Und das kotzt mich an. Das liegt an 2 Dingen. Das eine ist die Immobilienquote. Die ist in Deutschland per se sehr gering und ich rate auch keinem dazu, im aktuellen Markt Immobilien zu kaufen. Und das zweite Thema, wo ich eben ausbilde und wo ich eine Mission für mich spüre, ist das Thema Investment. Denn jeder, der sich mit der Börse auseinandersetzt, jeder, der sich eben über das Thema Börse bildet, der wird auch sehr schnell in der Lage sein,
ein finanzielles Polster zu bilden und eben auch irgendwann finanziell frei zu sein. Nur die meisten Deutschen machen das nicht. Und da lade ich Sie und euch eben ein, macht das. Setzt euch mit Börse auseinander. Es ist keine Raketenwissenschaft. Ich zeige euch heute ganz einfache Strategien, mit denen ihr ohne viel Aufwand, ohne viel Stress richtig coole Performance machen könnt. Also Bildung ist mir super wichtig. Deswegen nehmt das Wissen an von GFD, nehmt das Wissen hier von Christian, nehmt das Wissen von mir und seid auch Multiplikator. Wenn ihr erfolgreiche Trader seid, wenn ihr gute Investoren seid, lasst eure Nachbarn, eure Freunde auch daran teilhaben und sagt ihnen einfach, hey, Sparbuch ist nicht zeitgemäß, Festgeld ist nicht zeitgemäß. Nullzinsen werden uns dank Draghi die nächsten Jahre und Jahrzehnte erhalten bleiben, solange bis Inflation ins System kommt. Und deswegen nutzt eure Chance, bildet euch zum Thema Finanzen und dann könnt ihr auch wirklich sehr schnell ein finanzielles Vermögen aufbauen. So, wo wollt ihr hin? Wo wollen wir hin? Wir wollen natürlich alle zur finanziellen Freiheit. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie ich hier den Stift wieder wegmache. So mache ich es nur noch schlimmer. Christian, helf mir. Das ist nicht schlecht. Doktor, das mal raus. Da gibt es irgendwie so einen Button nach dem Motto, letzte Zeichnung sozusagen rausnehmen. Da genau, Pfeiloption, da kannst du dann, warte mal, Pfeiloption, da kannst du dann rausnehmen. Oder nicht. Ausgeblendet, siehst du? Oh. Ja, da ist der Pfeil ausgeblendet. Verdammte Angst. Ich dachte, dass du das, aber ich meine, das war schon nah dran. Dann einfach nochmal probieren. Aber ich möchte kurz einhaken, während du hier rumsteuerst. Das ist in der Tat so, dass man hier in Deutschland, und ich meine, ich bin ja jetzt auch schon seit, erste Aktie habe ich 99 gekauft, das ist ewig her. Aber auch schon lange natürlich affin mit dem Markt und es ist tatsächlich so, dass hier in Deutschland eben da gerade im Sinne des Zugangs zum Markt und auch das Reden über Aktien und Börse sehr, sehr defizitär ist. Es wird auch im Prinzip ja gar nicht gebildet in unserem Schulsystem. Da kann man jetzt auch drüber streiten, ob das überhaupt so sinnvoll aufgebaut ist. Aber Finanzwissen, Wissen um Börse, man musste sich ja aufgrund unseres Sozialsystems da in der Vergangenheit auch keine Gedanken machen, aber es ist heutzutage eben umso wichtiger. Und natürlich ist Traden sehr, sehr spannend. Aber es ist natürlich auch nicht unbedingt erforderlich, dass man jeden Tag 8 Stunden am Schirm sitzt. Und deswegen ist es auch schön, dass wir heute, wie gesagt, da auch mal von André auch Strategien gezeigt bekommen, die eben hier, ich sag mal, einen gewissen ruhigeren Ansatz pflegen. Und wir bei JFD haben natürlich auch Interesse an Heavy Tradern, die wir auch bei uns einladen, die dann, ich sag mal, gerade mit den Core Spreads, die wir anbieten und dergleichen, natürlich im Mittelpunkt stehen. Aber gerade auch mit dem Launch von echten Aktien an der Stelle nochmal erwähnt, ist es natürlich uns auch ein Anliegen, dass der Trader auch durchaus Anlagefinessen hat, um hier auch natürlich das langfristige Bild zu sehen, ja. Und darauf kommt es natürlich an. Und hier ist Bildung und auch Wissen natürlich eine große Grundlage. Und insofern, ich sehe, André, du hast das gemeistert. Der gelbe Schattenton ist verschwunden von dieser wunderschönen Landschaft, von dem schönen Panorama. Und insofern übergebe ich dir gerade mal das Wort wieder, ne? Lieben Dank, Chris. Und du hast völlig recht. Wer kurzfristig alles richtig macht, der macht sicherlich langfristig nichts falsch. Aber es muss nicht immer das 5-Minuten-Daytrading sein mit 500 Trades am Tag. Es geht auch weniger. Nichtsdestotrotz, die Ideen, die ich zeige, die sind halt sowohl für den Heavy Trader wie auch für den langfristigen Swing Trader geeignet. Das ist da, wo wir alle hinwollen. Finanzielle Freiheit. Wie gesagt, ich habe es erreicht. Ich bin finanziell unabhängig und frei. Kann das machen, was mir Spaß macht. Und das, was mir eben Spaß macht, ist zum Thema Börse, Trading, Investment auszubilden. Das mache ich mittlerweile schon seit über 20 Jahren und freue mich eben über jeden, der mich zuhört, der mich ein bisschen auch unterstützt. Und der eben meine Ideen einfach in sein eigenes Portfolio auch aufnimmt. Und die erste Idee, die ich mit euch teilen möchte, ist das hier. Und das ist ein Performance-Graph, der geht bei 10.000 Euro los, endet bei 30.000. Und das hat 100 Trades gemacht, also sagen wir mal 100 Tage. Und das ist natürlich eine Strategie, wo viele von euch sagen, hey, das finde ich gut, das will ich haben. Das würde ich sofort kopieren. Und das ist tatsächlich was, was man sehr häufig im Internet auch als sogenannten Expert-Advisor kaufen kann. Das geht in der Regel bei 500 Euro los und kann dann auch schon mal 15.000 Euro kosten. Und das ist aber nicht die Art und Weise der Strategien, die ich euch heute zeigen möchte. Warum? Ich möchte euch nicht nur schöne Grafiken zeigen und keine Sorge, das werde ich gleich machen. Also P&L von links unten nach rechts oben, genauso wie meine Fonds. Das sind auch die Strategien, die ich euch fürs Trading und fürs Investment zeige. Aber ich möchte euch sagen, was dahinter steht, was also die Kausalität ist und die Begründetheit, warum dieser Chart nach oben geht. Und hier ist es einfach so, dass dieser Chart hier gestiegen ist. Das ist eine Excel-Modellierung, ist reiner Zufall. Das ist kompletter Zufall. Und warum? Ich zeige es euch auf der nächsten Folie. Das System, was ich hier euch gezeigt habe, ist nichts anderes als eine Martingale-Handelsstrategie. Martingale-Handelsstrategie ist das berühmte Casino-Experiment. Ihr geht also ins Casino, setzt 2 Euro auf Rot. Wenn Rot kommt, gewinnt ihr 2 Euro, ihr setzt wieder 2 Euro. Kommt dann Schwarz, verliert ihr 2 Euro. Und wenn ihr verloren habt, setzt ihr danach 4 Euro.
8 Euro, 16 Euro, 32 Euro, 64 Euro, Peng, alles verloren. Und das kann man im Excel sehr schön modellieren über die Zufallszahl. Und wenn man das 5, 6 Mal durchlaufen lässt, dann hat man eben diese Performance und denkt, boah, das ist ja ein super System, 100 Trades, immer im Plus gewesen, wunderbar, keine Drawdowns, das ist genau das, was ich brauche, das ist der heilige Gral, ich habe ihn endlich gefunden, aber den gibt es nicht. Der heilige Gral, der einzige Free Lunch, den ihr an der Börse bekommt, ist das Thema Diversifikation, also nicht nur ein Trade und nicht nur eine Strategie handeln, sondern mehrere, am besten unkorrelierte Ansätze. Und ihr müsst immer verstehen, was dahinter steht. Und wie gesagt, hier steht eben diese Martingale Handelsstrategie dahinter, wo eben einfach auf Schwarz oder Rot gesetzt wird. Und das bringt langfristig keinen Vorteil, denn irgendwann kommt der böse schwarze Schwan und macht das Portfolio auf Null. Also das ist nicht die Strategie, die ich euch zeigen will. Und auch die nächste Strategie ist erstmal noch ein Bluff. System 2 sieht auch super aus. Ich habe hier den S&P genommen. Über 10 Jahre von 2004 bis 2014. Und das ist eine relativ glatte Equity Curve. Es gibt ein paar Drawdowns. Aber auch da würde der geneigte Zuseher sagen, ja, die Strategie, wenn ich die so in meinem Backtest hätte, dann würde ich die auch gerne handeln, weil das sieht ja per se ganz gut aus, oder? Das sieht gut aus. Das kann man sich anschauen. Aber auch hier, was habe ich gemacht? Ich habe eine sogenannte Monte Carlo Simulation gemacht. Und wenn ich weiß, ob Monte Carlo Simulation ist oder Mu und Sigma, der ist definitiv kein Investment Professional. Ist auch gar nicht schlimm, aber ich finde trotzdem, es ist gut, diese Begriffe mal zu hören, da auch mal eine Einwertung zu haben und sich zu diesen ganzen Themen, die eben jeder Investment Professional, jeder Trader, jeder Portfoliomanager, jeder Banker und Vermögensverwalter kennt, zumindest mal ein bisschen Gedanken zu machen. Monte Carlo Simulation, ganz einfach erklärt, bedeutet, wir haben einen Affen und der wirft hier in unserem Beispiel 200 Mal auf eine Dartscheibe. 200 Mal wirft er auf die Dartscheibe und das eine Mal, wo er genau das Bullseye trifft, sagen wir, hey, dieser Affe, der wird der nächste World Dart Champion. Ist natürlich völlig Quatsch, weil es ein reines Zufallsexperiment ist. Wahrscheinlich hat der Pfeil vorher den Übungsleiter getroffen und ging quer durch den Raum und hat vielleicht in 10 Fällen nur die Dartscheibe erwischt. Aber dieses eine Mal sieht super aus. Und da neigen eben sehr viele Quants zu, sehr viele Quant-Trader, die sagen einfach, hey, ich habe jetzt mir 200 gleitende Durchschnitte angeguckt, den Zweier gegen den 86er, den Neuner gegen den 58er, den 33er gegen den 762er. Und die eine und letzte Kombination, das war eben der 25er und der 77er, bringt mir genau diesen Chart, den ich euch hier zeige. Das ist der Edge. Ich muss da entsprechend diese beiden SMAs nehmen und dann bin ich für immer profitabel. Aber da sage ich, hey, das ist Bullshit, weil die anderen 199 Kombinationen, die du auch getestet hast, das sind die 199 Indikationen und Ideen, die ihr jetzt hier darunter seht, ohne den Stift, ganz gefährlich. Das ist also alles das, was hier darunter ist. Das sind eben alle anderen gleichenden Durchschnitte. Bedeutet also auch hier, das bringt uns keinen Vorteil. Ich möchte also nicht euch nur einen schönen Graphen zeigen, sondern ich möchte euch aus meiner professionellen Brille als Portfolio-Manager eben auch sagen, warum die Dinge funktionieren. Und das ist mir wichtig, da nehme ich auch lieber eine schlechtere Equity Curve hin. Ich will aber wissen, warum etwas funktioniert. Ich will auf der einen Seite Statistik, weil ich könnte jetzt auch über Trump mit euch sprechen, über Handelskriege, über Italien, über was auch immer. Aber ich möchte mit Statistiken anfangen und dann möchte ich euch am Ende sagen, wie diese Statistiken optimal umsetzen. Und wichtig ist eben nicht nur Statistik, sondern auch Kausalität, also eine begründete Argumentation, warum etwas funktioniert. Und damit komme ich zu meiner ersten Handelsidee. Einer meiner besten Indikatoren für Swing Trader, für Day Trader, aber auch für Investoren. Wie gesagt, in diesem Währungsoverlay, was ich jahrelang hatte, habe ich diesen Indikator als meinen absoluten Lieblingsindikator betrachtet. Und diese Idee möchte ich aufbauen mit euch aus einer Studie, die ich aus Frankreich habe, von der französischen BaFin. Ich spreche es nicht aus, weil ich kein Französisch kann, aber ihr findet die Studie auch auf meiner Webseite www.andre-stagge.de. Und was diese Studie gemacht hat aus dem Jahre 2014, also relativ aktuell noch, sie hat herausgefunden, dass 89%, wow, 89% aller Trader Geld verlieren. Und ich weiß, die sind alle nicht bei GFD, sondern das sind ja alles Franzosen, die bei irgendwelchen Market Makern traden und da natürlich auch gehörig einzahlen. Aber das muss man schon mal aufnehmen, wenn diese Studie über 4 Jahre gemacht wurde und herausgefunden wurde, dass ein privater Trader in dieser Zeit 11.000 Euro verloren hat. Es wurden über 14.000 Trader analysiert. Das ist eine ganze Menge. Das ist empirisch signifikant, wie der Wissenschaftler und Statistiker so schön sagt. Und es wurde eben herausgefunden, 89% verlieren die Kohle, über 161 Millionen Euro. Und wenn ich euch sage, hey, mein Target war es, 60 Millionen im Overlay zu gewinnen. Dann könnt ihr euch schon ableiten, wenn ich einfach das Gegenteil von den Privaten mache,
habe ich die Kohle wahrscheinlich relativ schnell im Sack. Und das ist auch genau das, wo ich euch jetzt hinbringen möchte. Was wurde gemacht? Es wurde hier also nach CFD-Tradern und nach Forex-Tradern geguckt. Wie gesagt, Franzosen per se eh keine guten Trader. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu viele Franzosen dabei. Und wenn doch, entschuldige ich mich. Natürlich ist es auch im deutschen oder auch in anderen Märkten nicht so viel besser. Private verlieren Geld, das wissen wir. Aber was ich besonders spannend finde, sind eigentlich die letzten beiden Bullets. Weil klar, wir wissen, dass Private verlieren Geld, das ist nichts Neues. Aber die letzten beiden Punkte, interessant ist es, dass es eben keinen Unterschied gibt zwischen einem vermeintlich erfahrenen Trader, der vielleicht schon 4 Jahre dabei ist, und einem Newbie, der erst ein Jahr dabei ist. Und das bringt die Studie eben zu dem Schluss, und das ist der allerletzte Bullet. Die Studie schließt mit der Aussage, es gibt keine Lernkurve. Und das finde ich mega bedauerlich, weil das ist so wie Führerschein machen und nach 4 Jahren immer noch nicht rückwärts einparken können. Das befriedigt einen natürlich nicht. Und deswegen finde ich es toll, dass GFD hier dieses Webinar organisiert. Deswegen finde ich toll, dass ihr dabei seid. Und ich kann euch nur einladen, hört euch die Ideen an. Ich habe 22 Jahre nichts anderes gemacht. Ich habe es heute Vormittag schon erzählt. Ich habe kein Haus gebaut, ich habe keine Familie gegründet, ich habe nicht mal ein eigenes Auto gekauft. Ich habe die letzten 22 Jahre mich nur mit der Börse beschäftigt. Und ich kann euch zeigen mit meinen Fonds, dass ich hochprofitabel war, dass ich viele Millionen Euro gewonnen habe. Ich kann euch private Trades zeigen bis zum Umfallen. Ich verdiene jedes Jahr richtig, richtig, richtig Kohle an der Börse. Und das, weil ich eben genau diese Ideen habe und umsetze. Und ich lade euch ein, nehmt diese Ideen an, völlig kostenlos hier im Webinar, völlig schmerzfrei. Ihr müsst nichts weitermachen, als diese Ideen einmal aufnehmen und dann entsprechend für euch umsetzen. Und was ist die Idee dahinter? Was ist das, was ich ableiten kann? Und wahrscheinlich hat es jeder von euch auch schon erkannt. Wenn die Privaten eben zu 89% verlieren, was ist die Conclusio? Mach das Gegenteil. Und das zeige ich euch hier mit Albert Einstein zuerst. Er hat nämlich gesagt, die Definition von Wahnsinn ist es, immer wieder das Gleiche zu machen und ein unterschiedliches Ergebnis zu erwarten. Und das ist genau das, was die Trader aus Frankreich hier machen. Das ist auch das, was ich viel im Performance-Coaching mit Tradern, Investoren, aber sogar auch mit erfahrenen Portfolio-Managern erlebe. Wenn ich 5 Jahre immer das gleiche Pattern trade und 5 Jahre lang immer wieder Geld verliere, und genauso war es bei mir in meinen ersten 5 Jahren an der Börse, ich hatte keinen Trainer, keinen Coach und ich verliere immer wieder Geld, dann ist es doch Quatsch zu denken, dass es die nächsten 5 Jahre besser wird. Das ist Bullshit. Und ich glaube, dass 90% der Retail-Trader da draußen diesen Bullshit glauben. Und ich lade euch ein, wenn ihr auf euer Konto guckt in den letzten 5 Jahren oder den letzten 5 Monaten und ihr seid mit den Ergebnissen nicht zufrieden, probiert die Dinge anders zu machen. Seid flexibel, macht die Dinge anders und in dem Moment, wo ihr es anders macht, werdet ihr auch zumindest andere Ergebnisse erzielen. Ob die im Moment besser sind, kommt darauf an, was ihr macht, aber wenn ihr die letzten 5 Jahre Geld verloren habt, wenn ihr die letzten 5 Jahre nicht fitter geworden seid, wenn ihr die letzten 5 Jahre nur zugenommen habt, ist es eben auch wahrscheinlich, wenn ihr nichts an den Mustern ändert, die ihr da aufgebaut habt, dass in den nächsten 5 Jahren diese Trends sich fortsetzen. Und das habe ich auch bei mir sehr stark erlebt. Es hat mich, wie gesagt, auch viele hunderttausende Euro privat im Trading gekostet, für die Fonds sogar Millionen. Ich dann eben auch erkannt habe, dass der Ansatz, wie ich ihn lange gefahren habe, nicht funktioniert hat und dass ich eben mir andere Dinge angucken muss. Und was ich mir so angucke, sind zum Beispiel private Daten. Und das ist diese FX-Fool-Strategie. Leute, die bei mir die Ausbildung machen, die Intensivausbildung Portfolio Management, das Angebot findet ihr bei meiner Webseite www.andre-stagge.de. Leute, die bei mir die Ausbildung machen, die kriegen diese Daten von mir auch sehr intensiv gelernt. Ich bringe da eine Menge zu bei. Und diese Grundidee ist, wie gesagt, super einfach. Macht das Gegenteil von den privaten Tradern. Und wie sieht das jetzt aus? Ganz simpel. Hier seht ihr den Euro-Dollar-Wechselkurs in Schwarz vom letzten Jahr. Ihr wisst, Euro-Dollar ist von 1,04 auf knapp 1,25 hochgelaufen. Sehr zum Entsetzen der Prognostiker, weil am Jahresanfang war eigentlich jeder draußen, Goldman, Deutsche und wie sie alle heißen, dass wir mindestens die Parität sehen. Ich glaube, Deutsche hatte zwischendurch sogar 90 Cent. Also die ganzen Kursprognosen und so könnt ihr auch alles in die Tonne treten. Es bringt überhaupt nichts. Aber was ist mit Euro-Dollar passiert? 2017, der ist kräftig angestiegen und ich weiß, ihr seid Trader, ihr habt das gesehen. Aber was ihr vielleicht nicht gesehen habt, wo ich euch einlade, euch das mal anzugucken, ist dieser blaue und orange Graph. Was ihr hier seht, sind die Net Positions von Oanda. Das ist ein großer Retail-Broker mit 13.000 realen Konten hinten dran, hauptsächlich aus Asien. Die sind absoluter Market Maker, die haben Konten ab 10 Dollar und da sind sehr viele Spekulanten drin, die einfach nur dumm sind, ihr Geld verzocken wollen, die Trading als Hobby sehen und Hobbys kosten natürlich Geld. Und ihr seht sehr schön, wenn die Fläche hier oben blau ist, geht der Euro-Dollar runter, ist die Fläche orange. Bedeutet also, 13.000 private Trader sind tatsächlich den Euro-Dollar short. Passiert Folgendes, der Euro-Dollar steigt, hier wieder blaue Fläche, Euro-Dollar fällt auf 1,04 und dann super spannend im April 2017. Was passiert?
Die Privaten gehen massiv short den Euro-Dollar. 40%, also heißt 40% Überhang der Accounts sind tatsächlich short und Euro-Dollar steigt über 12 Monate in einer Richtung an. Kann das Zufall sein? Nein. Private Trader, wenn sie sich nicht ausbilden, verlieren Geld an der Börse. Sie traden zu schnell, zu viel und zu groß. Und deswegen wird es auch immer weiter der Fall sein. Und jetzt aktualisiere ich euch das. Wie schaut es denn jetzt im April 2018 aus? Und das ist brutal, denn nach 14 Monaten zum allerersten Mal, und das ist absolut eye-opening, und nein, ich werde nicht malen, sonst kriege ich es ja nicht weg, das ist eye-opening, die waren zum allerersten Mal Ende April 2018 wieder long. Und was ist mit Euro-Dollar passiert? Von 1,23 auf im Tief mittlerweile 1,17. Ich denke auch, dass wir noch weiterlaufen Richtung 1,15, weil die privaten Daten sind momentan deutlich long. Ich habe es jetzt nicht aktualisiert für euch, aber wer bei mir in der Ausbildung ist, der kennt die Daten. Heute Vormittag habe ich sie auch kurz gezeigt. Aus Zeitgründen lasse ich das hier weg. Aber ich lade euch ein mit der Idee, macht das Gegenteil von den Privaten. Guckt euch diese Daten als Filter an. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Long Trade im Euro-Dollar absetzen wollt und eben seht, die Privaten haben das auch schon gemacht, diese Retail-Trader aus Frankreich, aus Asien, dann lasst es. Nutzt das als Filter und ihr werdet euer Trading entscheidend verbessern. So, das habe ich auch statistisch ausgewertet. Dieser Graph hat mich viele 100 Stunden Arbeit gekostet. Natürlich will Oanda nicht, dass die Leute diese ganzen Dinge wissen. Das sind, wie gesagt, 13.000 reale Konten. Die meisten finden das auf der Webseite auch gar nicht, weil es so unglaublich gut versteckt ist. Und die Daten werden auch nicht historisch rausgegeben, sondern ich habe jetzt hier für verschiedene Währungspaare über die letzten 4 Jahre diese Daten händisch gesammelt. Und da weiß ich auch, kein Retail-Trader da draußen macht sich so eine beschissene Arbeit und geht jeden Tag auf eine Webseite, lädt eine CSV-Datei runter, kontrolliert die Daten auf Akkuratität und macht einen Backtest. Ich habe es gemacht, weil ich wollte einfach für mich wissen, kann ich meine 100 Millionen Euro da wirklich nach dieser Strategie anlegen? Und die traurige Wahrheit ist, ja, ich kann über 100 Trades, über 4 Jahre Backtest, natürlich auch mit dem einen oder anderen Fehlsignal, kein Grad, Graph läuft von links unten nach rechts oben ohne Drawdowns. Aber ich habe einfach gesehen, hey, diese Strategie, diese Idee funktioniert. Und hätte ich den Backtest hier aktualisiert, 2017, 2018, war bombastisch für diese Strategie. Ihr wärt die ganze Zeit long gewesen in den letzten 14 Monaten und ihr hättet perfekt den Short bei 1,23 aufgemacht. Oder ihr sagt, ihr seid Daytrader, ihr habt eh noch ein anderes Setup, ein anderes Pattern, was ihr tradet, vielleicht auch schon sehr erfolgreich. Dann lade ich euch ein, nutzt das vielleicht als Filter, weil das sind die richtigen Informationen, das sind die Informationen, wo ich bei meiner Fondsgesellschaft auch Millionen mit verdient habe, indem ich einfach das Gegenteil von privaten Investoren gemacht habe. Und ja, kann es so einfach sein. Ja, am Ende es ist so einfach. Nur die große Krux ist, ich habe das mittlerweile schon an vielen, vielen Universitäten beigebracht, in meiner Online-Ausbildung, in Webinaren, wie ich jetzt auch, wie gesagt, mehr mache und bin auch dankbar für die Einladung heute. Aber die meisten setzen es nicht um. Die nehmen den Impuls auf, die sagen, das ist ja ganz nett, ja, der hat ein CFA, der hat mal ein paar Millionen gemanagt, alles gut. Aber ich bleibe bei meinem alten Schuh, ich mache 5 Minuten Candlesticks. Und ich wundere mich, dass ich die letzten 5 Monate nur verloren habe. Dann ist es auch so, dass ich zumindest darauf wetten würde, dass die nächsten 5 Monate nicht deutlich besser werden. Das sagt zumindest die Studie aus Frankreich. Deswegen schaut euch diesen Indikator an, guckt euch an, was die FX-Pools machen. Ihr könnt es auf meiner Webseite www.anbindungsstarke.de nochmal nachlesen. Und wie gesagt, die Leute, die bei mir in der Ausbildung sind, die finden dann da auch noch Verbesserungen. So, dann eine kleine Brainstorming-Aufgabe, eine kleine Aufgabe an euch, ein kleiner Appetizer fürs Gehirn. Welche Nummer hat der Stellplatz? 1606 68 88 98. Schreibt es dem Christian auch gerne in den Chat, damit er weiß, dass ihr noch da seid, damit ihr wach und fit seid. Überlegt mal kurz, ich habe es nicht rausbekommen und jeder, der es von euch schafft, da bin ich super stolz. Vorhin hat mir der Christian gesagt, wenn das 5, 6 nicht gelöst haben, also Chapeau, mal gucken, ob es jetzt mehr werden. Wir warten mal 10 Sekündchen auf jeden Fall ab an der Stelle. Seid auf jeden Fall aufgerufen. Die Teilnehmer sind alle noch hellwach und dabei. Also insofern bin ich da guter Dinge, dass jetzt mal ein paar Impulse kommen. Ja, da wie gesagt, seid aufgerufen, damit wir hier mal durchgehen können. Aber es ist schon mal interessant, eben das Rätsel mehr oder weniger zu lösen an der Stelle. Ja, und Oanda auf jeden Fall definitiv ein purer Market Maker, wie du vorhin schon angesprochen hast. Da wird wirklich eben mehr gezockt an der Stelle. Und gerade wie du schon sagst, so Minimum Sizes und Spielcasino-like kommen jetzt einmal von der Kreditkarte 10, 50 oder $100 ein und spekulieren da wild rum. Das ist wirklich schon starker Tobak, ne? Also das geht weit vorbei am Ziel. Und wir haben schon die ersten Meldungen. Peter, Thomas, jawohl, das sieht gut aus.
So, wir machen nochmal 5 Sekunden. Wer will noch? Es gibt auch hier einen großen Preis am Ende des Tages. André hat sozusagen von seinem Überschuss im letzten Jahr schon den Autoschlüssel bereit liegen. Ja, für das richtige Fahrzeug dann. Da gibt es dann nachher noch den Screenshot zum Abschluss. Na, wir haben aber tatsächlich hier die Volltreffer. Wir haben hier, ja, René, du warst heute Morgen schon dabei, du Fuchs. Aber 3 andere Kandidaten sind nicht so viele wie heute Morgen, aber 3 Volltreffer, 87. Perfekt, 87 ist die Lösung. Und ich lade euch ein, eure Sichtweise bestimmt die Realität. Ja, das könnte ich den ganzen Tag machen. Das Auto parkt einfach in die Lücke ein, auf dem Kopf gesehen, 86, 87, 88, 89, 90, 91. Und so funktioniert auch die Börse. Das, was im Mainstream steht, funktioniert einfach nicht. Das, was jeder macht, funktioniert nicht. Ihr müsst eben andere Ansätze haben, ihr müsst smarte Ideen haben, ihr müsst einfach auch ein Stück flexibel sein. Wenn ihr eben die Sichtweise ändern könnt, und die 3 Kandidaten haben das ja gerade schön gezeigt, dann könnt ihr eben auch sehr einfach in dem Spiel zu den Besten gehören, weil ihr seid als private Trader natürlich auch viel flexibler. Wenn ich 100 Millionen Euro Dollar früher für die Bank getradet habe, ich habe teilweise 4, 5 Pips Spreads gezahlt, ich habe eine Slippage gezahlt. Wenn ihr 100 FDAX immer handeln solltet, das sind halt Sachen, wenn ihr da einen Stop-Loss im Markt habt, zur Abendstunde gibt es 10, 12, 13 Punkte Slippage. Das macht keinen Spaß. Deswegen gibt es eben auch wenige Profis, die wirklich feste Kursstops haben, sondern viel mehr Zeitstops. Und da habt ihr als private Trader einen großen Vorteil und nutzt das auch. Nutzt es eben, flexibel zu sein und einfach euch zu überlegen, wenn ihr besser werden wollt an der Börse, arbeitet mit Profis zusammen, nicht nur mit einer professionellen Plattform wie GFD und mit dem Christian, der ja, wie gesagt, hier das Geschäft auch sehr gut betreibt und sehr gut aufbaut, eben kein Market Making macht, so wie bei Joanda. Hobbys kosten Geld, das habe ich vorhin schon gesagt. Wer nur zocken will, wer einfach mal ein paar tausend Euro vermehren und dann alles verlieren will, der soll das gerne machen, aber der gehört hier auch nicht in die Ausbildung. Der gehört eben in das Hobbylager. Wer da bleiben möchte, völlig d'accord. Wer jedes Jahr 10, 15% machen möchte mit dem institutionellen Prozess, wer eben auch versteht, dass Profis, die die letzten Jahre und Jahrzehnte nichts anderes gemacht haben und dafür bezahlt worden sind, dass sie profitabel sind und einfach sein müssen, wer von diesen Leuten lernt, der kann eben hier auch super Ergebnisse erzielen und kriegt dann eben auch hier den Autoschlüssel zu dem grauen Auto mit den blauen Scheiben. Zweiter Ansatz, den ich euch zeigen möchte, passt sehr schön in das Marktgeschehen heute auch wieder rein. Ist eine ganz einfache Idee und ich habe es ein bisschen gekürzt zum ersten Webinar, weil das viele von euch wahrscheinlich schon kennen. Das ist der sogenannte Halloween-Effekt. Halloween-Effekt, bin ich mir sicher, haben mindestens schon 80% der Leute von euch gehört. Die Grundidee ist Sell in May and go away, but remember, come back in November. Nichts Besonderes steht jedes Jahr wieder in der Zeitung und irgendwelche Germanistikstudenten machen uns auch weiß, this time is different. Und da gibt es ein sehr berühmtes Buch zu. Und das sind so die gefährlichsten Sätze in der Finanzökonometrie. Dieses Mal ist es anders. Das stimmt einfach nicht. Die Geschichte wiederholt sich. Und jeder, der hier technische Analyse macht, der hat auch diese Annahme, Geschichten wiederholen sich, Geschichte wiederholt sich, Trends setzen sich fort und alle Informationen sind in den Preisen eskontiert. Und ich sage eben auch zumindest, dass sich die Geschichte wiederholt. Das habe ich in den letzten 22 Jahren sehr häufig gesehen. Und deswegen bin ich kein Freund davon, im Sommer Aktienrisiken großartig long zu sein. Und warum nicht? Das seht ihr hier. In der Ertragsspalte vom Sommer, da könnt ihr nämlich sehr schön sehen, was passiert denn mit euren Erträgen im Sommer. Ich habe es euch für 11 Märkte mitgebracht: Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Japan, Korea, Taiwan, Pfund und USA. Und ihr seht, hey, im Mittelwert habt ihr im Sommer mit Aktien kein Geld verdient. Im Gegensatz dazu, wenn ihr also November, Dezember, Januar, Februar, März und April in Aktien drin wart, habt ihr 8,4% gemacht. Das ist ein globales Phänomen. Ich habe mir das auf 36 Märkte angeguckt und es, nee, pardon, auf 37 Märkten habe ich es mir angeguckt und auf 36 Märkten hat es funktioniert. Und das heißt für mich eben auch, dass ich im Winter tendenziell eher Long-Positionen im Markt suche und im Sommer eher Short-Positionen. Und dann sagt ihr auch, hey, das kann ja nicht so einfach sein, das ist ja so ein Bullshit, das kann nicht so funktionieren, das muss alles komplexer sein. Aber glaubt mir bitte, ich habe 11 Jahre wirklich Fonds gemanagt, ich habe da viel erlebt. Und am Ende diese ganz einfachen Grundideen haben mich sehr, sehr erfolgreich gemacht. Und deswegen traue ich mir eben auch zu dem Börsenhandel sehr, sehr gut zu leben. So, und warum ist das so? Ich möchte euch natürlich auch wieder sagen, hey, warum ist es nicht der Affe, der auf die Dartscheibe wirft? Warum ist es jetzt nicht einfach wieder so eine Art Casino-Spiel mit Rot und Schwarz? Sondern das liegt einfach daran, und das seht ihr hier bei diesem ersten Graphen von JP Morgan ganz schön, Geld fließt tendenziell eher im ersten und im letzten Quartal in die Märkte. Hier seht ihr jetzt Mutual Fund Flows. Und das sind halt, wie gesagt, Daten, das kriegen eigentlich nur Institutionelle. Ich habe das hier mit Erlaubnis von JP Morgan auch entsprechend aufgezeigt. Und die Grafik, die euch eben das hier zeigt, ist folgendes.
Die Mutual Fund Flows, also die Gelder in Investmentfonds rein auf der Aktienseite, kommen in den ersten 4 Monaten, also bis Ende April, fließt das Geld in den Markt rein. Im Sommer passiert Folgendes, das Geld fließt aus den Märkten raus und am Jahresende fließt wieder rein. Heißt also für euch, wenn ihr Fondsmanager seid, kriegt ihr Zuflüsse im ersten Quartal. Und wenn ihr Zuflüsse bekommt, was müsst ihr machen? Nachfrage nach Aktien generieren und die Aktienkurse steigen. Ganz normal, ihr kauft die Aktien, der Markt geht hoch. Einfaches Grundverständnis, VWL. Wenn im Sommer das Geld dann rausfließt, also hier die Kunden wollen ihr Geld zurück, die geben das Geld für den Urlaub aus, für ein neues Haus. Zum Beispiel Immobilienpreise sind im Sommer auch durchschnittlich 2% höher als im Winter. Ist auch eine ganz spannende Sache. Also wenn ihr eine Immobilie verkaufen wollt, macht das bitte im Sommer. Wenn ihr eine Immobilie kaufen wollt, macht das bitte im Winter, weil im Winter ist der Preis im Durchschnitt günstiger als im Sommer. Es liegt einfach an saisonalen Effekten, weil die Leute halt im Sommer eher Bock haben, Geld auszugeben, weil es lange hell ist und deswegen Häuschen noch schöner aussieht. Im Winter haben die meisten Leute nicht so Bock umzuziehen, nass, kalt, pipapo. Und das sind eben Dinge, die verstehe ich. Also ich sehe hier nicht nur Saisonalitäten, ich sehe nicht nur, dass Aktien im Sommer schlechter laufen als im Winter, sondern ich verstehe vor allen Dingen, warum das so ist. Und da könnte ich jetzt ewig weiter diskutieren. Ich könnte euch sagen, es gibt ein Sommerloch auch von der Nachrichtenseite. M&A-Transaktionen sind tendenziell eher im ersten Quartal, auch große Spezialmandate, also wenn Versicherungen, wenn Pensionen, wenn Banken große Mandate ausschreiben, passiert das in der Regel zum Jahresanfang und in der Regel wird das Geld dann auch im April schon angelegt. Und all das führt eben zu diesem saisonalen Effekt. Ihr seht hier zum Beispiel Buyback-Announcements, also wann tatsächlich hier die Aktien auch von den eigenen Unternehmen zurückgekauft werden. Und auch das wieder im ersten und im letzten Quartal. Und ihr seht auch sowas wie das Hedgefonds-Equity-Beta. Also Hedgefonds gehen zum Beispiel auch im ersten Quartal überproportional häufig Aktien long. Und wenn ich jetzt weiß, dass eben bis April Aktien eher steigen, ab Mai eher fallen, bin ich eben momentan und auch die nächsten 6 Monate eher auf der Suche nach Short Trades. Wie gesagt, das hat auch sehr gut funktioniert. Eine andere Strategie, die ihr bei mir auf der Seite findet, nach dem monatlichen Verfall entsprechend Aktien Short, hat eben am Montag, beziehungsweise war ja Feiertag, am Dienstag ein schönes Short-Signal generiert, war so die letzten Tage auch alles andere als verkehrt. Und dadurch, dass ich immer wieder diese gleichen Analysen mir angucke, diesen Dingen zu 120% vertraue, auch weil ich es schon 1000 Mal erzählt habe und gerne auch noch 2000 und 3000, 5000 Mal erzähle, weiß ich, es funktioniert. Da gibt es kein Wenn und Aber, natürlich nicht bei jedem einzelnen Trade, aber diese Kausalität dahinter, das Geld fließt einfach im ersten und letzten Quartal direkt rein und im Sommer eher raus, das weiß ich. Das habe ich vielfach in meinen Fonds gesehen, bei Mittelzu- und Abflüssen. Und deswegen stelle ich mich niemals gegen die großen Flows am Kapitalmarkt. Und wer das versteht, der kann eben sein bisschen technisches Wissen auch sehr, sehr gut darum ergänzen, um die Frage, wann kommt denn einfach Geld in den Markt rein? Und wenn die professionellen Händler und Fondsmanager und Trader Aktien kaufen, geht der Markt tendenziell eher nach oben. Machen sie das Gegenteil, geht der Markt entsprechend logischerweise nach unten. So, das war die zweite Strategie, die ich euch zeige. Und dann habe ich noch 3 weitere Strategien, beziehungsweise sogar 4 weitere Strategien, die ich euch zeigen möchte. Sehr simpel gehalten, sehr einfach. Und ihr seht hier, das sind wunderbare Statistiken. Und ihr könnt die Präsentation haben, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt an info@andre-starke.de. Oder wenn ihr bei mir die Ausbildung macht, dann könnt ihr eben hier auch entsprechend all diese Dinge nochmal sehr dezidiert und detailliert sehen. Ihr könnt die Backtests sehen und, und. Was ich euch hier zeige, ist eine Strategie mit einer Trefferquote von 70% und einem Profitfaktor von 3,41. Also jeder, der diese Sachen ein bisschen kennt, der wird sich jetzt die Finger lecken und möchte wissen, was ist das? Und das könnte ich euch jetzt auch für 1000 Euro verkaufen oder mehr. Zumindest ist es das wert. Aber was ich machen soll, ich werde es euch schenken. Ich werde euch einfach sagen, was diese Strategie hier ist, die eben in den letzten 15 Jahren seit 2003 166% Rendite gemacht hat nach entsprechenden Spreads, nach entsprechenden Transaktionskosten mit gerade mal einem Drawdown von 20% und eben dieser Trefferquote von 70%. Und das ist eine ganz einfache Strategie. Die Strategie heißt heiße Hexen. Bitte nicht googeln, da kommen ganz verrückte Sachen bei Google dann raus. Und die Strategie funktioniert wie folgt. Viermal im Jahr ist ja der große Hexensabbat, der sogenannte große Verfall. Viermal im Jahr ist großer Verfall, im März, im Juni, im September und Dezember. Das ist so, dass eben die Optionen auf Aktien, auf Indizes und auf Future verfallen. Und es gibt ein sehr spannendes Verhalten. Wenn ihr also vor dem großen Verfall, das ist jeweils der Freitag, dritter Freitag am Ende des Quartals, also im dritten Monat des Quartals, wenn ihr da 4 Tage vorher euch den S&P oder den DAX, also hier ist es auf den S&P gerechnet, aber es funktioniert auch im Eurostoxx, im DAX, im Kakaron, im MIP, im FTSE, ich habe es mir für alle Märkte angeguckt, es funktioniert überall global und überall ist der Verfall auch am gleichen Tag.
Wenn ihr also 4 Tage vor dem Verfall euch Aktien kauft, könnt ihr eben mit 96 Stunden im Markt mit 4 Tagen Investment hier dieses super, super, super Ergebnis erzielen. Und der richtig große Kracher ist, selbst in Jahren wie 2007, 2008, was war da? Lehman Brothers, ganz genau. Da war Lehman Brothers und selbst in dieser Phase von Lehman Brothers hat diese Strategie eine Outperformance gemacht. Und warum ist das so? Was ist die Kausalität dahinter? Und mit Blick auf die Uhr vielleicht nur ganz kurz. Ich erkläre es ausführlich in der Ausbildung und auch kostenlos bei mir auf der Webseite. Die Grundidee ist einfach, dass die großen Fondshäuser, Banken und Versicherungen das sogenannte Covered Call Writing permanent betreiben. Sie sind also Gamma Short, haben Optionen hier entsprechend auf ihre Aktienbestände verkauft. Und in der Verfallswoche haben sie natürlich einen extremen Hedging-Bedarf. Bedeutet also, sobald ein bisschen Momentum reinkommt und die Kurse nach oben gehen, müssen sie ihre Hedges aufbauen und müssen dadurch eben entsprechend die Märkte durch diese optionale Bedeutung, die der Markt mittlerweile hat, Großteil passiert ja derivativ, einfach mit nach oben kaufen. Hat eben den Effekt, dass vor dem Verfall, sowohl vor dem monatlichen Verfall, wie eben auch vor dem Quartalsverfall, Aktien tendenziell steigen. Und wenn diese Hedges dann nach dem Optionsverfall, also wenn die Optionen ausgelaufen sind, kann ich meinen Hedge, den ich ja vorher long eingegangen bin, wieder schließen, eher runtergehen. Das war für mich eben auch genau das Argument, warum Aktien vor dem Freitag letzte Woche gestiegen sind, vor dem Verfall, Aktien tendenziell eher nach oben, gerade weil wir ein hohes Open Interest hatten, gerade weil es eine Trendphase ist, gerade weil momentan eben auch hier der Maximum Pain sehr stark überschritten wurde. Wie gesagt, das ist jetzt im Detail zu erklären, geht zu weit. Aber deswegen sind die Aktien aus meiner Sicht eben vorher gestiegen. Wenn diese Hedges dann nicht mehr gebraucht werden, weil die Optionen dann um 12, um 13, um 17 Uhr verfallen, je nachdem, ob es auf Aktien, Indizes oder Futures ist, kann ich meinen Hedge als Insti auflösen. Und das führt eben ganz häufig dazu, und das könnt ihr euch im Chart gerne mal angucken, dass gerade in den großen Aktienmärkten, gerade im DAX, der zu 25% aus Derivaten besteht, dieser Verfallstermin immer ein klassisches Reversal-Ereignis ist. Also vor dem Verfall geht es hoch, nach dem Verfall geht es entsprechend runter. Schaut euch das gerne mal im Chart an. Das ist eine Möglichkeit, um leicht hier auch Performance zu machen. Die Profis wissen das, die Profis nutzen das, man kann es mit ganz verschiedenen Strategien spielen. Die Grundidee, die ich hier mit den heißen Hexen einfach zeige, ist, geht 4 Tage vor dem großen Verfall eher Aktien long. Wenn der Ausbruch im 5-Minuten-Chart im DAX nach unten ist, lasst den eher aus und handelt vielleicht das False Break, weil das große Geld, also das, wo wirklich die Milliarden bewegt werden, die werden vor dem Verfall aufgrund der Kausalitäten im Markt, aufgrund des großen Geldes und seiner Zusammenhänge ganz klar Aktien eher kaufen. Und das ist auf Einzelaktieebene der Fall, das ist aber auch auf Indexebene. Und wie gesagt, das ist kein Phänomen, was nur in Deutschland greift, sondern das ist global. Und genau mit solchen Ideen habe ich eben lange Zeit für die Fonds mehrere Millionen Euro regelmäßig verdient. Und genau solche Ideen setze ich nach wie vor in meinem Trading um. 4 Tage vor dem großen Verfall bin ich nur long. Keiner wird mich jemals dabei erwischen, dass ich da mal short gehe. Vielleicht bin ich auch mal neutral, wenn andere Strategien das konterkarieren, wenn mein Trader sagt, hey, der Trade passt gerade nicht. Aber solche Ideen setze ich eben um. Und mit solchen Ideen bin ich auch sehr, sehr erfolgreich. Nächste Idee vor der Fed Long, auch wieder ein sehr spannendes Event. Die Fed, also die US-Notenbank, tagt ja jetzt 8-mal im Jahr. Früher waren es 12-mal und vorher 20-mal. Und das ist mit Abstand das wichtigste Ereignis überhaupt. Politik, Twitter, Trump. Alles nicht so große Bedeutung, was halt wirklich zentral ist, was macht die Zentralbank, denn das, was sie macht, ist eben die Zinsen erhöhen oder senken, ist der zentrale Parameter für die Fondsindustrie. Jeder Analyst, jeder Portfoliomanager, jeder Banker guckt auf das Thema Zentralbank und Zinsentscheidung. Und wenn ihr da nicht Bescheid wisst, wenn ihr da nicht versteht, was die Strategie der Fed ist oder der EZB, habt ihr an der Börse nichts verloren. Die Strategie, die ich euch zeige, wieder super einfach, Trefferquote von 58%. Das heißt, 6 von 10 Mal habt ihr recht. Ihr habt einen Profitfaktor über 2, also wieder bombastisch gut, 34% Drawdown beim Profit von über 200%. Also wieder tolle Ergebnisse. Und auch hier seht ihr 2007, 2008 positive Performance und gerade hier ein absoluter Performance Boost. Und die Idee auch hier wieder super einfach. Geht einfach 24 Stunden, also einen einzigen Tag, bevor die amerikanische Fed tagt, long. Also ihr seid 8-mal im Jahr investiert, jeweils für 24 Stunden. Ihr kauft, bevor die US-Fed die Entscheidung preisgibt. Und damit habt ihr eben auch diese Kapitalmarktkausalität, diese wunderbare Anomalie ausgenutzt und seid in steigenden Märkten positioniert, wo es eben sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist. Wie gesagt, Trefferquote fast 60%, Profitfaktor 2:1. Also den Euro, den ihr investiert, kriegt ihr dann doppelt zurück, weil eben diese Blackout-Period vor der
Zentralbankentscheidung ist, weil die ganzen Institutionellen natürlich Angst haben und sagen, oh Gott, jetzt kommt die Fed und vielleicht wird die irgendwas entscheiden. Deswegen gehe ich vorher schon aus dem Risiko raus. Die Märkte sind billig und dann werden sie doch nervös, weil am Ende, was macht die Zentralbank? Die wird immer kapitalmarktfreundlich agieren. Auch Mario Draghi wird, auch wenn er die Zinsen irgendwann in 20 Jahren mal deutlich erhöhen muss, wird er auch sagen, ja, wir erhöhen die Zinsen, aber lieber Kapitalmarkt, macht dir bitte keine Sorgen, wir können sie ja dann wieder senken. Und deswegen stellt euch hier nicht gegen solche Flows, geht eben hier, wie gesagt, 24 Stunden vor dem Zentralbank-Event, vor der Entscheidung. Nicht short den S&P, nicht short den DAX, sondern stellt euch ans große Geld hinten dran und geht mit dabei. Das kann man noch deutlich verbessern, wenn ihr zum Beispiel guckt, wenn der VIX hoch ist, also der Volatilitätsindex, funktioniert diese Strategie noch besser. Wenn zum Beispiel eben die Zinsstrukturkurve, also der Unterschied zwischen 2- und 10-jährigen US-amerikanischen Treasuries, relativ gering ist, also eine flache Kurve ist, gerade wenn es dann Bullflattening vorher war, dann ist es eben auch hier so, dass diese Strategie noch bessere Renditen erzielt. Und wie gesagt, ich habe mir das alles auch nicht selber ausgedacht, sondern ich lese unglaublich viel und gerne so rum wissenschaftliche Studien und da wird sowas immer wieder analysiert. Und ich lese eben lieber die Studien von Professoren aus Harvard, Yale und Berkeley als irgendwie das Handelsblatt oder die Börsenzeitung, weil da steht am Ende irgendwas von Germanistikstudenten drin. Mir ist lieber, wenn da Wissenschaftler mehrere Jahre sich das angeguckt haben und dann auch so nett sind, das entsprechend zu veröffentlichen. Meistens steht dann darunter, naja, das funktioniert zwar, das ist profitabel, aber wir glauben ja an effiziente Märkte, Farmer French aus dem Jahre 1970. Deswegen ist es irgendwann nicht mehr da. Und da sage ich mal als Praktiker, wunderbar, solange wie es noch da ist, möchte ich danach handeln. Und ich habe natürlich auch ganz klare Regeln, wann sich diese Strategien nicht mehr am Markt bewähren. Die erkläre ich dann auch in der Ausbildung. Aber solange diese Kausalitäten da sind, möchte ich die ausnutzen, um einfach Geld zu verdienen. Vorletzte Strategie, auch super spannend, der Friday Gold Rush. Grundidee, super einfach. Kauf am Donnerstag um 22 Uhr Gold. GFD hat da ja unglaublich faires Spreads, also Intraday teilweise 10 Cent nur, unglaublich günstig. Und halte diese Goldposition 24 Stunden bis Freitagabend 22 Uhr. Nichts Besonderes, kaufe freitags Gold. Ich denke, das kann sich auch jeder von uns merken. Heißt bei mir, Friday Gold Rush hat eine Trefferquote von 58%, einen Profit Factor von 1,42, 20% Drawdown bei auch 200% Rendite. Super Strategie, aktuell auf dem absoluten All-Time-High. Gold hat ja hier 2012, 2013 die Biege gemacht, ist von 1980 runter auf mittlerweile, ich weiß nicht, 1260 oder wo wir stehen. Während die Strategie, wie gesagt, auf dem absoluten All-Time-High ist. Also Gold, sorry, 1310. Mein Fehler. So. Und warum ist es so? Warum steigt Gold am Freitag überproportional häufig an? Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Jeder große Portfolio-Manager weiß, wenn er seine Milliarden übers Wochenende absichern will, dann kann er eben keinen Stop-Loss in den Markt setzen, sondern dann muss er einfach einen Hedge aufbauen. Das heißt, er wird also Anleihen kaufen, er wird Gold kaufen. Und wenn es am Wochenende richtig kracht, wenn also hier wirklich die Welt zusammenbricht, dann wird der Goldpreis am Montag explodieren, der Bund-Future wird ansteigen. Und deswegen ist Gold für Finanzprofis einfach ein Safe Haven, eine Versicherung, wo man sehr einfach und sehr strategisch gut profitieren kann. Das ist das eine Argument, warum Gold überproportional häufig am Freitag steigt. Und das zweite Argument ist genauso simpel. Knapp 80% aller Spot-Umsätze, also der physische Kauf von Gold, findet auch am Freitag statt. Liegt einfach daran, die größten Goldumsätze werden momentan in Brasilien und Südafrika gemacht, wo es die größten Minen gibt. Wenn diese Minen entsprechend dann Gold verkaufen, wird das von den Goldverarbeitern verladen, wird am Freitag eingekauft, kommt dann auf den Laster, aufs Schiff, wird dann meistens nach Indien verschifft. Das dauert so ein bis zwei Tage. Und am Montag ist es dann in der Fabrik und kann verarbeitet werden. Und solange das Wochenende eben selbst in Indien frei ist, ist es eben einfach gut, hier Gold am Spotmarkt am Freitag zu kaufen, um das ganze Gold zu verfrachten und dadurch dann entsprechend hier einen Vorteil zu generieren. Also auch hier wieder eine ganz einfache Idee, eine ganz einfache Analyse. Seid also am Freitag bitte den Goldpreis nicht short, sondern guckt eher, dass ihr den von der Long-Seite spielt. Wenn ihr unbedingt short sein wollt, dann macht es vielleicht Montag oder Dienstag. Aber bitte nicht am Freitag, weil da stellt ihr euch gegen die Institutionellen, da stellt ihr euch gegen die Fondsmanager, gegen das große Geld. Und da kann ich euch versprechen, da gibt es häufiger mal einen auf die Finger. Und wenn ihr nicht dazu lernt, dann müsst ihr euch eben auch in das Lager der französischen Retail-Trader und der asiatischen Oanda-Trader begeben. Aber ich weiß, ihr seid Profis, ihr seid bei GFD-Kunde. Und dementsprechend seid ihr hier auch mit solchen Dingen informiert und nutzt es tatsächlich auch. Und wie gesagt, glaubt nicht mir, rechnet das alles selber mal nach. Und dann werdet ihr sehen, wie gut diese Strategie funktioniert und wie einfach das auch ist. Ja, Christian, schieß los.
Ich bin jetzt aktuell ja schon ein Stück weit zurückhaltend. Da hatten wir heute Morgen mehr Interaktion. Das stört mich aber gar nicht, weil, wie gesagt, dein Flow ist gut. Die Zuschauer sind stabil am Zuhören und Schauen. Aber genau wie heute Morgen, das ist interessant, kommen beim Gold die meisten Fragen rein, beziehungsweise bei der Fettstrategie fragt der Arthur, wann soll man bei der Fettstrategie wieder verkaufen? Als erstes, bevor wir zum Gold kommen. Ja, ganz einfach. Also die Fettstrategie, und ihr findet das alles auf meiner Webseite www.andre-minsteiger.de, wo auch das Fatpaper noch ist, wo ihr auch einen Intraday-Verlauf seht. So wie ich die Strategie handle, ist es, ich gehe um 20 Uhr deutscher Zeit. Also manchmal ist ja die Zeitverschiebung wegen Sommer-Winterzeit. Aber wenn wir die nicht haben, gehe ich 20 Uhr deutscher Zeit am Dienstagabend long im S&P und verkaufe dann direkt vor der Entscheidung, also 20 auf 20 Uhr. Da haben wir es. Ansonsten, wie gesagt, bleibt es noch dran. Hinten raus gibt es noch ein bisschen weitere Feedback-Infos. Arthur, auch gleich, wann soll man bei der Goldstrategie wieder verkaufen? Das ist praktisch der vor dem Close am Freitag oder beziehungsweise, was sage ich? Hältst du manchmal bis Montag auch oder würdest du vor dem Freitag Close dann schließen? Also es funktioniert beides. Die normale Strategie hier im Backtest ist 22 Uhr auf Donnerstag bis 22 Uhr auf Freitag. Wenn man es mal vergisst, kann man auch am Montag früh zu machen. Wichtig ist nur, Montagmittag oder Montagabend ist zu spät. Wie gesagt, ich im Original hier im Backtest und so wie auch die Expert Advisors laufen. Bei mir ist auf 22 Uhr Donnerstag bis 22 Uhr Freitag, also 24 Stunden im Goldmarkt aktiv. Sehr gut, danke an der Stelle. Und René schießt gleich nochmal nach. Und zwar, wir haben ja heute beim Goldpreis einen Impuls gesehen, eine Gegenbewegung. Die Frage ist, kann man jetzt spekulieren, kann man jetzt analysieren und, sage ich mal, Analysen aufwerfen, wohin jetzt der Goldpreis die nächsten Tage wohl steigen wird. Aber heute ist der Goldpreis schon gestiegen und jetzt fragt er, wie ist es denn an so einem Tag? Natürlich nicht anders, weil vor dem Wochenende, du hast es ja auch erklärt, geht es ja auch um Absicherung und Krisenszenarien. Am Montag wird man kein Bargeld mehr kriegen oder was auch immer. Im Grunde genommen hat Gold statistisch gesehen eben Freitag einfach einen positiven Bias und da kann er auch am Donnerstag gestiegen sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass es am Freitag sich sozusagen ergänzt, ist durchaus hoch. Also ich habe es mir auch alles angeguckt. Ich werfe hier nur das raus, was aus vielen 100-Stunden-Analyse rauskommt. Tatsächlich ist es sogar so, wenn am Freitag, pardon, am Donnerstag und Mittwoch in beiden Tagen kumuliert was Positives rauskommt, also egal, ob jetzt der Mittwoch deutlich positiv war oder der Donnerstag, aber die Summe aus beiden Tagen wiederum positiv war, ist es nochmal eine leichte Indikation, dass der Freitag sogar noch positiver wird. Also dass quasi da vielleicht ein Stop Running reingeht oder ähnliches. Heißt für mich heute Abend 22 Uhr bin ich tendenziell wieder eher Gold Long als Gold Short. Ja, also wie gesagt, für mich bedeutet das viel. Ich würde mir jetzt zum Beispiel auch die privaten Daten von Oanda auf Gold angucken. Die haben jetzt in diese Bewegung von heute auch entsprechend verkauft, sind also den Goldpreis hier aus dem Momentum der letzten 4, 5 Tage auch short gegangen. Und das für mich jetzt eben auch wieder eine super Indikation, dass ich sage, jetzt auch mit schwachen Aktienmärkten, auch wenn sich der Dollar vielleicht ein bisschen beruhigt, dass ich die nächsten Tage gerade auch über die 1300, was ja auch eine technische Marke wieder ist, eher Gold morgen auf der Long-Seite spiele und entsprechend auch den Bund-Future wieder Long sein werde. Das ist auch genau die gleiche Idee mit der Versicherung, weil diese Kausalität einfach existiert. Aber wenn der René da ein guter Trader ist und wenn er eh schon einen Blick drauf hat, kann er das sicherlich mit seinem individuellen Trading auch noch weiter verbessern. Sehr gut, sehr gut. Also definitiv. Das waren jetzt mal in Kürze und Würze die Fragen an der Stelle. Ich wollte dich da auch nicht unterbrechen, wollte nur reingrätschen, weil es eben ganz interessant ist. Und Gold, hier auch immer wichtig, schaut's da, wo er handelt. Wir haben hier bei JFD einen Schnitt, einen Spread von 10, 11, Schrägstrich 0,09 Cent. Der schwankt, hat es ein Floating Spread. Das heißt hier die Unze eben, jetzt sind wir wieder bei über 1300 heute wegen der Erholung. Aber dass eben hier die Unze Gold auf 10 Cent handelbar, das ist natürlich dann schon interessant an dem oder in dem Zusammenhang. Deswegen prüft immer, mit wem ihr handelt hinten raus. Und ich meine auch zu wissen, dass nicht alle JFD-Kunden oder nicht alle Kunden von JFD sind, die heute hier beiwohnen. Und insofern umso besser, dass ihr uns kennenlernt und natürlich auch hier den André an der Stelle. Und uns ist ja eins gelegen, sozusagen, dass man hier den Weg des Erfolgs fährt, weil wir eben als Broker auch nicht daran interessiert sind, dass wir eure Verluste als Gewinne einbuchen. Das muss man immer wieder unterschreiben. JFD Just Fair Direct ist eben genau das, worum es geht. Und so direkt wie André auch hier, sage ich mal, die Karten auf den Tisch legt, nach dem Motto, man muss sich mit der Materie beschäftigen und auseinandersetzen. Genauso ist es bei uns, dass wir eben sagen, es ist schon hart genug am Markt Geld zu verdienen. Wenn man dann noch gegen den Broker treten muss, dann wird es nochmal doppelt schwer und insofern prüft sie auf jeden Fall, mit wem ihr hier handelt, liebe Leute. Den Tipp kann ich nur geben und hinten raus, wie gesagt, geht es jetzt direkt mal weiter, André. Absolut, und sei JFD da auch wirklich dankbar. Also das sind Informationen, die teile ich teilweise mit Vermögensverwaltern auf Beratungsmandaten für mehrere tausend Euro.
Und es ist am Ende immer das Gleiche. Aber das ist das, was ich anfangs ja auch gesagt habe. Ich will, dass ihr erfolgreich seid. Ich will, dass ihr profitabel seid. Und deswegen schaut euch solche Ideen an. Die sind smart, die sind einfach und die funktionieren am Ende des Tages. Und das will der Broker ja auch. Der will, dass ihr lange tradet. Der will, dass ihr erfolgreich tradet. Weil dann seid ihr glücklich, dann ist er glücklich und am Ende alle glücklich. Nicht jeder Die Broker, muss Strategie. man sagen, ne? Nicht jeder Broker hat das Interesse an der Stelle, aber ja, Völlig es richtig. sollte Nee, definitiv so sorry. sein. Danke, dass du mich berichtigst, Christian. Völlig richtig. Ich habe es aus meiner Welt gesagt. Ich arbeite natürlich auch nur mit den Brokern zusammen, wo ich weiß, die machen hinten kein B-Buch, die machen kein Market Making. Die arbeiten halt nicht wie Oanda, dass sie eben sagen, hey, ich muss meine Kunden nicht hedgen, weil am Ende ich bin froh, wenn die Kohle verlieren, weil dann gewinne ich. Solchen Exakt. Leuten würde ich niemals zusammenarbeiten, weil das sind irgendwelche Klitschen. Die braucht kein Mensch und da lade ich auch keinen ein, entsprechend aktiv zu sein. Aber deswegen für mich klar, ich arbeite nur mit Leuten, denen ich Vertrauen habe und die auch entsprechend das Beste für den Kunden wollen. So, letzte Strategie hier von der Stelle: Open Close, Close Open im DAX. Ganz kurz, ist eine Intraday versus Overnight Strategie. Die blaue Linie, die ihr seht, Open zu Close, ist einfach die Intraday Session von 9 Uhr morgens bis 17:30 Uhr abends. Und die rote Linie, die ihr seht, ist 17:30 Uhr bis 9 Uhr. Also wenn ihr beide Linien übereinander legt, was kommt raus? Ganz genau, der DAX. Und ihr seht einfach in der Nacht, also overnight, steigt der DAX überproportional häufig und wahrscheinlich an. Und Intraday, also in der Session, die wir normal traden, geht er eher seitwärts. Bedeutet für mich, wenn ich long in Aktien bin, bin ich eher auch gerne mal overnight. Also wenn ich am Abend nicht genau weiß, ob ich meine Position behalten soll oder zumachen soll, bleibe ich eher drin, weil ich weiß, über Nacht geht es eher hoch. Und wenn ich Intraday Short war, bin ich eher geneigt, um 17:30 Uhr meinen Profit auch einzulocken. Das heißt also jetzt zum Beispiel auch, dass der DAX hier in den letzten Minuten wieder so ein bisschen nach oben zieht, ist für mich gar nicht groß verwunderlich. Ich denke zwar, dass die Abwärtsbewegung auch noch zumindest ja, die nächsten Monate sich fortsetzt, aber so eine Zwischenkorrektur gerade um den Monatsultimo, denke ich, ist auch wiederum nicht ausgeschlossen. Wie gesagt, ich muss mal ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil das Seminar öffentlich ist. Discmail habe ich hinten noch dran. Das ist auch immer eine große Freude mit der Regulierung in Deutschland. Tut wirklich auch alles dafür, dass die Leute sich nicht zu sehr zu dem Bereich bilden. Aber anyway, die Idee, die ich hier habe, long bitte eher overnight und short eher bitte intraday. Und es liegt einfach daran, dass die großen Trader, die großen Häuser, also früher, wenn ihr auf dem Kuba Handelsbank Floor wart, ich war da 2006, habe mir das mal angeguckt, da waren da 200 Trader, die haben Risiken genommen, pipapo, alles richtig geil. Nach Lehman Brothers 2008, 2009, da saßen vielleicht noch 30%, 2012 saß da noch vielleicht 10%, keiner darf mehr Risiken nehmen, alles wird von den Algos gemacht. Und dann am Ende des Tages 5 Euro nicht gehedged waren, dann kam der Chef und hat halt Stress gemacht. Und deswegen könnt ihr eben als große Bank gar nicht mehr so schön Overnight-Risiken nehmen. Deswegen müsst ihr euren Hedge am Abend machen. Deswegen führt es dazu, dass eben solche Prämien da existieren. So, mit Blick auf die Uhr überspringe ich das mal. Einen letzten Hinweis habe ich aber noch, was mir im Traden wirklich sehr geholfen hat und was der riesige, 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 riesige Durchbruch war in den letzten 22 Jahren an der Börse, war und ist dieses ATR-Modell. Das ist die Grundlage meines Coachings, das ist die Grundlage meines Trainings. Wie gesagt, ich habe da viel auch bei amerikanischen Coaches gelernt, von Brett Steenberger, vom Fantab, habe da viele Zehntausende von Dollar ausgegeben. Und ich habe für mich eben ein eigenes Modell entwickelt, das ist das ATR-Modell. Und die Grundidee, da könnte ich jetzt alleine auch ein Webinar drüber halten, aber die Grundidee ist zu sagen, ich trenne Analyse von Trading von Management. Bedeutet also, wenn ich am Freitag Gold kaufe, ist das eine Analyse. Nicht mehr und nicht weniger. Ich will am Freitag nicht short im Gold sein, ich will nur long oder neutral sein. Und ob ich jetzt long oder neutral tatsächlich bin, das bestimmt mein Trader, das bestimmt mein Manager. Der Manager gibt mir das Risikobudget, der Manager bewertet diese Position auch im Gesamtkontext des Portfolios. Da haben wir heute auch weniger darüber gesprochen, wie man einfach ein Portfolio aufbaut, aber das ist natürlich auch extrem wichtig. Und der Manager sagt eben auch, du hast so und so viel Risiko. Und ob der Trader jetzt ein hartes Kurs-Stop-Loss braucht, ob der einen Side-Stop-Loss nimmt, ob der vielleicht Intraday auch nochmal guckt und sagt, hey, wenn am Freitag jetzt der Goldpreis 3 Dollar fällt, weil wie die letzten zwei Male auch immer Nachrichten am Freitag waren und der Dollar temporär festgezogen ist und deswegen auch Gold gegen Dollar runtergehandelt hat, dann könnte der Trader ja auch sagen, super, der Preis ist gerade runtergegangen, der ist billig, ich kaufe jetzt Gold. Wichtig ist aber, dass der Analyst und der Trader zwei verschiedene Personen sind. Das ist schizophren, weil natürlich bin ich beides in einer Person, aber wenn einmal die Analyse ist, Gold am Freitag nur long, werde ich als Trader niemals, 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 niemals und vor allen Dingen niemals am Gold short sein. Am Freitag Gold short sein. So rum. Sondern mein Trader guckt einfach nur, dass er am Freitag Gold long ist.
Und das wird euch so unglaublich viel Stress ersparen. Ich habe mir so viel Stress damit gemacht, dass ich Long und Short, beide Seiten 5 Punkte hoch, ich bin Long, 5 Punkte runter, ich bin Short, beide Seiten jederzeit. Das ist Bullshit, das funktioniert nicht. Selbst wenn ihr im Scalping seid, das ist mega, mega schwer. Ihr müsst es emotional trennen und deswegen lade ich euch ein, macht euch am Tag vorher oder auch in der Woche vorher eine Analyse, geht's hoch, geht's runter. Damit ist die Analyse abgehakt, nehmt da gerne auch meine Sachen und dann tradet es sauber. Und wenn ihr 100-mal jeden Freitag Gold nur Long wart, so wie ich, werdet ihr auch erkennen, ihr werdet ganz neue Muster sehen. Wo sind Synapsen, werden sich ganz anders verdrahten und ihr werdet eben nicht mehr über Shorts nachdenken, ihr werdet euch nicht mehr stressen, sondern ihr werdet hier auch super simpel, super einfach von dem profitieren, dass ihr eben einfach wisst, dass Gold am Freitag eher steigt. So, und damit zu der allerwichtigsten Folie, nämlich zur letzten Folie vor dem Risikohinweis. Wie könnt ihr jetzt optimal von dem ganzen Vortrag profitieren? Und ja, ich habe euch schon gesagt, ich bin selbstständig und ja, ihr wisst, ich bilde auch aus. Ich habe mittlerweile über 120 Leute ausgebildet, 61 haben mir auch eine Bewertung gegeben für das, was ich mache, worauf ich sehr stolz bin. Was für mich eben auch eine Motivation war, jetzt meinen gut bezahlten Job zu kündigen und zu sagen, hey, jeder von euch kann selber sein eigener Fondsmanager sein. Jeder kann relativ leicht im Jahr 10, 15% auch erzielen, wenn er die richtigen Dinge macht. Und was ist das allererste, was ihr bitte macht? Guckt euch meine private Webseite an, www.andre-stagge.de und besucht diese Webseite. Da könnt ihr alle Strategien nochmal nachlesen. Der Christian, oder ich schreibe euch das gerade noch in den Chat und der Christian macht es dann an alle einfach weiter. Da könnt ihr alles nachlesen, da findet ihr die ganzen Strategien nochmal, die heißen Hexen, die FX-Fools, Vorderfeld Long, den Goldrush, alles nochmal ausführlich erklärt mit wissenschaftlichen Quellen und, und. Wirklich eine super Sache, völlig kostenlos, völlig werbefrei. Schaut euch an, nutzt es auch. Und ich weiß, so ein Impuls ist schnell vergangen. Nehmt es auch für euer Trading, nehmt das in eure Welt mit rein, weil das ist am Ende der Unterschied zwischen dem institutionellen und dem privaten. Das ist relativ einfach gehalten, man kann vieles noch verbessern. Schaut euch das an, lernt. Und wenn ihr sagt, hey, das hat mir gefallen, was der André hier als Portfolio-Manager gemacht hat, biete ich euch an, ich biete zum 4. Mal insgesamt jetzt aufgrund der hohen Nachfrage und der großen Begeisterung die Intensivausbildung Portfolio Management an. Insgesamt sind das 10 Live-Webinare, wo über 3 Monate gestreckt, wo ich jede Frage beantworte, wo ich mir sehr viel Zeit nehme, wo ich all diese Strategien und noch viele, viele mehr sehr detailliert bespreche. Wir reden über 20 Strategien und ich zeige euch auch meine allerbesten Strategien. Die werde ich niemals öffentlich stellen, einfach weil ich auch gemerkt habe, dass da viele undankbare Leute da draußen sind, was ich schade finde. Wie gesagt, ich habe 22 Jahre an der Börse sehr, sehr gut gearbeitet, sehr, sehr viel Geld verdient, habe auch viele Fehler selber gemacht. Und mir ist es einfach wichtig, dass Leute eine gewisse Wertschätzung haben. Und deswegen teile ich eben sehr viel, weil ich auch weiterbilden möchte, aber nicht alles. Ich halte einfach ein bisschen was exklusiv. Bitte das auch zu entschuldigen und denke auch, da hat jeder Verständnis für. Da stecken viele 10.000 Stunden Arbeit drin. Das ist eben auch okay, das ein oder andere nur exklusiv zu teilen. Wo könnt ihr diese Ausbildung buchen und wie? Das allererste ist, wenn ihr Kunde bei GFT seid oder jetzt werdet, kriegt ihr, weil der Christian mich total gut verhandelt hat und mich total gut festgenagelt hat, kriegt ihr 25% Rabatt, allerdings nur bis Sonntagabend, dann verfällt dieses Angebot. Also ihr habt 3 Tage in Ruhe euch Zeit, die Webseite anzugucken und das Angebot euch anzuschauen. Ihr findet das unter dem Link, den der Christian hier auch gleich nochmal in den Chat reinstellt, beziehungsweise den ich euch auch hier kopiere, auf meiner Webseite. Und jeder, der Kunde bei GFT ist, kommt diese 25%. Jeder, der eben nicht Kunde ist, kann da Neukunde werden und kriegt dann nicht nur 25% auf die Ausbildung, sondern kriegt sogar noch 20 kostenlose Trades. Das ist ein kleines Gimmick von Christian noch. Ganz vielen Dank Das hast du aber für schön euch. aufgenommen, mein Guter. Das hast du gut aufgenommen, hat er sich gemerkt. Da hatten wir uns nämlich heute Morgen gar nicht abgesprochen. Aber genau, Neukunden können ja diese Strategien auch gerne mal nachvollziehen, um uns da auch real und live zu testen. Biete ich da auch dem Neukunden, weil nicht jeder von euch ein JFD-Kunde ist, da auch gern 20 Free Trades an, um uns eben auch mal live und hautnah zu testen. Ansonsten, wie gesagt, denke ich, ist das ein Riesengimmick. Deswegen will ich gar nicht fortfahren. Aber André, du Fuchs, hast das natürlich gleich aufgenommen. Genau, und das ist eine tolle Ausbildung und Christian sagt es auch schon, wie gesagt, 120 Leute haben es gemacht. Es geht im Juli los, es ist alles komplett online. Es sind 10 Live-Webinare, die jeweils über 2 Stunden gehen. Ihr kriegt eine Riesenbibliothek an Wissen, ihr kriegt Bücher, ihr kriegt Backtests, ihr kriegt wirklich ganz viel Insiderwissen. Ich werde das auch wieder in dem Tradematiker-Programm von Uwe Wagner aufhängen, für die, die das kennen und vielleicht sogar dabei sind. Das Programm kostet ja 7.800 €. Wenn ihr schon E-Kunde beim Uwe seid, könnt ihr da kostenlos auch an dem Programm teilnehmen. Und wenn ihr es nicht seid, könnt ihr das über mich bekommen. Es ist egal, wie groß euer Depot ist, ob ihr Trader seid, ob ihr Investor seid, es ist für jeden was dabei. Ich stelle euch 20 Strategien vor.
Hier gibt es nochmal eine entsprechende Präsentation, es gibt Programme, es gibt einen Austausch. Also wie gesagt, alles über Webinare. Hier gibt es auch verschiedene EAs, die ich euch noch zeigen kann. Ich klicke jetzt nicht drauf, aber das könnt ihr im Nachgang selber machen. Das ist einfach auch der Beweis in realen Konten nach sämtlichen Transaktionen, dass diese Strategien funktionieren, die ich ausbilde und dass ihr die als guter Trader natürlich auch nochmal deutlich verbessern könnt. Hier seht ihr die Lernziele, das könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Wie gesagt, wir machen 20 profitable Handelsstrategien. Für jeden ist was dabei. Wir sprechen viel über Psychologie und glaubt mir bitte, das ist nicht das, was ihr kostenlos bei YouTube findet. Das ist nicht der Klassiker, hier ist ein Chart und der ist gebrochen und jetzt bin ich long, sondern das ist das, wie ich wirklich 10 Jahre Fonds gemanagt habe, wie viele Milliarden verwaltet habe und am Ende auch deutlich über 500 Millionen gewonnen habe. Ihr seht hier noch ein Video und dann natürlich die Frage, was kostet die Ausbildung? Wie gesagt, im Originalpreis mit Mehrwertsteuer für das ganze Package, für die Bücher, für die Webinare, für die Betreuung und ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr die Ausbildung einmal gemacht habt, könnt ihr jederzeit kostenlos wieder daran teilnehmen. Ist auch ein tolles Gimmick, das heißt, ihr könnt diese Ausbildung bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag besuchen. Also wenn ihr mal live was verpasst, weil ihr im Urlaub seid, könnt ihr euch hier entsprechend dann beim nächsten Mal live wieder einwählen. Natürlich wird alles aufgezeichnet, ihr könnt euch jedes Video in einem geschützten Mitgliederbereich angucken. Und ihr seht auch, normal gebe ich eigentlich nur 10% Rabatt für VTAD-Mitglieder oder 50% Rabatt für Studenten. Jeweils kann auch nur ein Rabatt in Anspruch genommen werden. Und wenn ihr euch bis Sonntag entscheidet, diese Ausbildung zu machen, wie gesagt, ihr findet die auf meiner Webseite www.andre-stagge.de, dann habt ihr ein super Angebot. Einfach hier auf den Button klicken, dann öffnet sich ein Fenster, wo ihr mir eine E-Mail schreiben könnt. Da steht dann drin, lieber André, gerne möchte ich an deiner Ausbildung teilnehmen, schick mir bitte deine Bankdaten. Und wie gesagt, glaubt nicht mir, sondern guckt euch das an bei BrokerDeal zum Beispiel. Seht, das ist sehr gut bewertet. Es gibt mittlerweile schon 62 Bewertungen auf BrokerDeal. Alle exzellent, also ihr könnt das hier gerne vergleichen. Es gibt keine, und das sage ich voller Stolz, es gibt keine bessere Online-Ausbildung in dem Bereich in Deutschland, was die Bewertung angeht. Da bin ich super stolz drauf und das möchte ich natürlich vom Qualitätsanspruch auch erhalten. Deswegen mache ich auch so gerne Werbung dafür. Aber glaubt nicht mir, sondern glaubt den ganzen Leuten, die hier geschrieben haben. Und ich erspare euch das hier jeden vorzulesen. Aber das sind Leute, die vom Fach sind. Das sind Doktoren, das sind teilweise Vermögensverwalter, Portfolio-Manager, teilweise aber auch Retail-Trader und. Und die haben sich da eine dezidierte Meinung gebildet, nutzt die aus. Also guckt euch diese Ausbildung an, die ist wirklich phänomenal und klasse. Ich lade euch ein, bildet euch da weiter mit einem richtigen Portfolio-Manager. Und wenn ihr sagt, hey, alles spannend, aber ich will jetzt keine 800 Euro ausgeben und 890 Euro ausgeben. Und wenn ihr das mit Werbekosten ansetzt, sind es am Ende ja auch nur 450 Euro. Aber anyway, wenn ihr sagt, das ist zu viel, aber ich will trotzdem mit dem André in Kontakt bleiben, geht ihr hier bitte auf Newsletter. Und da könnt ihr euch völlig kostenlos für meinen Newsletter anmelden. Jeden Monat stelle ich eine Handelsstrategie vor. Eventuell mal jetzt nicht wegen Datenschutzgrundverordnung. Da spreche ich gerade noch mit meinem Anwalt. Außer eine Sache, allein so ein Gespräch mit dem Anwalt kostet halt auch wieder 300, 400 Euro. Ist halt nirgendwo abgegolten. Ich mache das alles für euch. Und wenn das geklärt ist, wenn er sagt, ja, du kannst es rausschicken, ohne dass du verklagt wirst, kommt dieser Newsletter auch wieder. Also tragt euch da bitte ein. Viele Strategien habe ich schon vorgestellt. Und hier seht ihr zum Beispiel die heißen Hexen. Alles nochmal mega transparent, mega ausführlich. Vorteile, Nachteile. Könnt ihr in Ruhe nochmal nachlesen und. Ist eine ganze Menge Angebot. Ich lade euch ein, wenn das zu schnell war, wenn das zu viel war, guckt euch diese Ausbildung an, die Intensivausbildung im Portfolio-Management. Das ist eine super Sache, das ist mega geil und dank GFT bekommt ihr als Neukunde da entsprechend auch Rabatt, 25%, super Angebot. Wenn es noch Fragen zum Vortrag gibt, wenn es noch Fragen zu der Ausbildung gibt, dann ist jetzt genau die richtige Zeit dafür. Absolut. André, wunderbar. Wie gesagt, du hast es in aller Kürze und Würze hier wieder auf den Punkt gebracht. Und natürlich, sag ich mal, den Stellenwert, den du hier an den Tag legst, den muss man auch respektieren. Wie gesagt, die abendliche Zeit, die du dir hier, sag ich mal, um die Ohren schlägst, ist ja auch nicht ganz ohne. Insofern auch vielen Dank an dieser Stelle für deinen Morgenauftritt und jetzt an dieser Stelle auch für den Abendreview. Ich denke, jeder Webinar-Teilnehmer hat was mitgenommen. Sind alle noch da? Alle haben dir gelauscht. Wie gesagt, das JFD-Angebot zählt. Wer noch kein Konto hat, wie gesagt, wir können das auch ein bisschen dann dehnen, falls der Prozess länger dauert. Ansonsten bildet euch weiter. Das ist ein Investment in euch selbst. Das kann euch keiner mehr nehmen. Und als ich anfing, ich habe Versuch und Irrtum, sage ich mal, den Weg eingeschlagen. Sowas gab es leider Gottes zu meinen Zeiten, Anfang der Jahrtausendwende sozusagen nicht in der Art. Im Gegenteil, da haben solche Seminare in Frankfurt auch fünfstellige Beträge gekostet. Unglaublich, online war überhaupt noch nicht dran zu denken. Also Weiterbildung, das A und O. Und hier kriegt das, wie gesagt, aus dem institutionellen Bereich vorgebetet.
Ganz, ganz vielen lieben Dank, André. Wir werden auch das ein oder andere noch fortsetzen in Sachen Kooperation, Ausarbeitung, weil ich habe Bock mit Leuten zu arbeiten. JFD hat Bock mit Leuten zu arbeiten, die es ernst meinen, die auch ein Know-how mitbringen, weil JFD, ihr wisst es, Lars Gottwig selber Trader gewesen, von Tradern für Tradern. Wir wollen sozusagen Home of the Traders werden und dazu gehören natürlich auch starke, starke Partner. Und da, André, gehörst du definitiv dazu. Insofern vielen, vielen Dank. Ein paar Fragen waren noch da. Da will ich noch mal kurz jetzt drauf eingehen. Zum Abschluss in aller Würze. Zum einen alle Strategien ohne Stop-Loss, hat der Ottmar gefragt. Der wird sich dann noch eine Aufzeichnung angucken. Das kannst du auch gern tun. Damit ist die Frage vom Andreas auch gleich beantwortet. Sprich, alle Strategien ohne Stop-Loss. Frage. Genau, das ist wieder ATM-Modell. Das sind Strategien, die hier in der Analyse zu finden sind. Da ist alles mit einem Zeitstop. Hatte ich ja als Portfolio-Manager auch gesagt, da will ich ja keinen Kursstop unbedingt haben. Und da bin ich mit dem Zeitstop auch sehr, sehr zufrieden. Wenn ihr jetzt sagt, ihr seid so ausgebildet, dass ihr immer einen Stop-Loss haben müsst, wie gesagt, das ist nicht mein Ansatz, spreche ich auch sehr viel in der Ausbildung für, weil das emotional nicht so gut geeignet ist, gerade für so eine bestimmte Persönlichkeitstypisierung, die eben mit Stops eher nicht so gut umgeht. Das sind diese klassischen Revenge-Trader, die eben Stops nicht so mögen. Also Analyse kurz gesagt, ja, ist ein Zeitstop, 24 Stunden im Markt oder 96 Stunden im Markt. Wenn ihr überhaupt nicht damit klarkommt, könnt ihr natürlich hier im Trading, also wenn ihr tatsächlich Trader seid, dann auch sagen, okay, ich setze jeden Freitag dann meinen Stop-Loss im Gold bei 10 Dollar, Worst Case, oder ich kann euch dann auch noch Zahlen sagen, die mehr Sinn machen. Aber ja, die Grundstruktur in der Analyse ohne Stop-Loss über einen Zeitstop. Okay, super, super. Retour an der Stelle, und das ist natürlich auch so ein Punkt, da ist wieder das individuelle Setup gefragt, was man immer gern kombinieren kann. Ich selbst stehe ja auch tierisch auf saisonale Stats und Fuzzy-Vektorlogik und solche mystischen Gegebenheiten. Die Frage hier primär, spielt bei dir eigentlich Markttechnik, Widerstände, Unterstützung eine Rolle? Hatte ich im Vortrag ursprünglich auch dabei. Ich bin gerade dabei, einen sehr großen und ausführlichen Vortrag zum Thema technische Analyse zu machen und warum technische Analyse nicht funktioniert. Ist ein super spannendes Thema. Warum sage ich das? Es ist im Wesentlichen, dass Analyse nicht funktioniert. Also die Grundidee, das sind ja diese Arbeiten von Mandelbrot, dass du halt aufgrund von historischen Kursen zukünftige Kurse prognostizieren kannst, ist einfach falsch. Das kann man akademisch sehr sauber beweisen. Was aber wichtig ist und wo technische Analyse für mich auch funktioniert, ist für den Trader. Weil im Trading ist es einfach so, wenn ich ein klares Chart-Level habe, habe ich eine emotionale Richtung, wo ich dann eben zum Beispiel auch einen Kursstop setzen kann, wenn ich jetzt eben nicht über einen Zeitstop gehe. Das heißt, ja, technische Analyse nutze ich, aber nicht, um Kurse zu prognostizieren, also nicht, um aus der Vergangenheit die Zukunft abzulesen, sondern einfach, um meine Emotionen ein Stück weit zu regulieren und dadurch eben auch für mich einen Vorteil zu generieren. Und ein interessanter Punkt, weil du sagst, ich meine, die Price Action, das ist ja Massenpsychologie, da geht es genau um die Punkte, wo der Markt eben Peaks ausbildet oder Spikes generiert oder Fakes manövriert. Das kann man eben mit der technischen Analyse hervorragend, sage ich mal, bewerten, um die Massenpsychologie so ein Stück weit zu lesen. Nichts anderes ist ja der Chart. Im Grunde genommen, wie gesagt, aber ganz, ganz tolles Feedback hier an der Stelle. Leopold in Sachen Automatisierung, das ist ein Punkt, da kann man dann im Weiteren nochmal drüber nachdenken. Das ist sicherlich ein Gimmick, wo ich auch mit dem André noch im Gespräch bin. Da sind wir auch dran. Das ist sicherlich ein spannender Punkt. Da lassen sich gewisse Dinge tatsächlich genauso umsetzen. André hat ja auch schon von einem EA, also Expert Advisor, sprich algorithmischem Handelssystem gesprochen. Also das ist tatsächlich dahingehend schon gereift. Frage von Boris Agina Trader. Gut, dass du es fragst. Wir sind ja schnittstellentechnisch da tatsächlich schon mal Konnektivität. Schnittstellentechnisch ist ja Konnektivität. Wir waren schon verbunden, haben aber aufgrund eben von Störungen das erstmal abgeschaltet. Wir werden uns dahingehend auch weiterentwickeln. Jetzt mit dem MetaTrader 5 Plus ja ein Multi-Asset-Universum geschaffen und ich will nicht ausschließen, dass da noch andere Plattformen dazukommen. Schwerpunkt bleibt aber zunächst erstmal der MetaTrader 4 und 5 insbesondere. Ansonsten haben wir ja noch Guidance als Schnittstelle, rein HTML basierend sozusagen und natürlich die ganzen anderen Add-ons, die es sozusagen zum MetaTrader noch dazu gibt und den ja praktisch auch sozusagen abholt. Ich lese auch hier mal wieder, dass die Leute sich freuen würden, wenn wir den Agena-Trader anschließen. Für manche ist das Ding aber einfach auch zu viel. Ob man auch diese Summe an Tools braucht, das sei dahingestellt. Auch mit dem MetaTrader kannst du hervorragende Handelssysteme entwickeln. Der Agena Trader nimmt aber viel ab und hat natürlich mit seinen Multidesk-Funktionen und anderen tollen Dingen
viele, viele Vorteile. Insofern, das Projekt ist erstmal on hold. Eine Timeline kann ich hier nicht ausgeben, aber prinzipiell, sage ich mal, können Sie ja natürlich auch uns zur Ausführung nutzen und trotzdem mit dem Agena Trader arbeiten. Das immer noch wichtig und im Hinterkopf halten. Ich will es nicht ausschließen, dass der Tag kommen wird, wo wir wieder anbieten, aber wenn es natürlich da Konnektivitätsprobleme gab und die hatten wir in der Vergangenheit damit, dann mussten wir als Broker natürlich auch ganz klar sagen, okay, hier müssen wir erstmal eine Lösung finden und das hat uns dann zu lange gedauert. Deswegen hier erstmal on hold. Aber es ist ja nicht, sage ich mal, vom Steinboden gepfegt. Das heißt, wir sind mit dem Gilbert unverändert im engen Kontakt und ich mag den Gilbert, wir mögen den Gilbert. Und insofern schauen wir mal, was da kommt. Ansonsten, fern dieser Sache, André, ganz tolle Geschichte. Vielen Dank. Das war heute sogar jetzt länger als am Vormittag. Ich hätte es gar nicht gedacht, weil wir gar nicht so viel interagiert haben diesmal. Aber es war wieder eine Hülle und Fülle an Informationen. Ich hoffe, wir konnten euch an der Stelle abholen. André, du hast dir dein Feierabendbier, wenn du es denn als Marathon und Ironman überhaupt am Abend jetzt genießt in der Woche, ich weiß es gar nicht. Hast du dir aber redlich verdient oder den Rotwein? Der Uwe Wagner hat mich vorhin angerufen und ich springe für ihn ein für den Feierabend-Trader heute. Also ich habe jetzt direkt immer 90 Minuten mit mir. Alright, Aber alright. die nächsten Tage habe ich mir dann Pause verdient, ja. Okay, Das okay. weiß ich doch. Ihr seht also, André lebt auch für die ganze Geschichte, finde ich auch wirklich stark und krass und so habe ich ihn auch kennengelernt. Nicht nur, dass du da eben sportlich ein Brett bist, es ist auch mental im Kopf genauso und du gibst da eben auch Gas. Insofern vielen, vielen Dank, André, an der Stelle. Ganz tolles Webinar, das Feedback durch die Bank gut. Wenn ihr, oder sehr gut sogar, wenn ihr uns da auch noch Feedback an unseren Support geben wollt, liebe Leute, was wir noch besser machen können, wo wir uns noch entwickeln sollten können. Wir sind offen, weil, wie gesagt, ich sage mal immer so, Home of the Traders. Das sind wir und auch der Anleger jetzt gerade mit echten Aktien auch im Portfolio. Gebt uns die Tipps, wir können nur mit euch wachsen, wir wollen euch abholen. Wo wir euch heute abgeholt haben, denke ich mal, ist mit der Education, mit der Ausbildung hier im Rahmen vom André wirklich mal Einblicke erhalten und eben hier noch das Gimmick on top zum Abschluss. Und insofern, André, wenn du jetzt kein Schlusswort zum Donnerstag finden willst, dann finde ich's. Wie sieht's aus bei dir? Ich würde eins nehmen, ja. Willst du zuerst oder ich? Du hast es, ich beschließe es dann. Wunderbar, dann nehme ich das Schlusswort und das ist das gleiche wie heute Vormittag auch. Egal, was ihr jetzt von dem Vortrag mitnehmt, ob es der Newsletter ist, ob es die Ausbildung ist, was mich natürlich sehr freuen würde und was jeden auch weiterbringt. Fangt einfach an, noch mehr über euer Geld nachzudenken, euer Geld am Ende auch für euch arbeiten zu lassen. Seid auch Multiplikator, nehmt die Message nach außen. Ich weiß, dass viele sehr, sehr gut ausgebildete Trader auch heute hier dabei waren. Aber es gibt immer noch den einen oder anderen Impuls. Und wie gesagt, ich habe nach 22 Jahren Karriere im Trading immer noch viele Leute, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich viele Dinge lerne. Und umso mehr man weiß, umso besser wird man auch. Aber wichtig ist eben überhaupt, dass man es probiert und angeht und dass man ins Tun kommt und sein Geld auch für sich arbeiten lässt. Absolut, absolut, perfekt. Dann schließe ich das praktisch so ab, genau, denn das Gegenteil von Erfolg oder Erfolgen als solches ist Nichtstun. Das heißt, man kann natürlich nicht darauf warten, dass einem das Geld in die Ohren fließt und oder in den Mund fließt und aus den Ohren rausläuft. Man muss immer was dafür tun und Ausbildung ist das A und O. Wie gesagt, die Senior- oder Junior-Manager fangen ja auch nicht gleich ganz oben an, sondern arbeiten sich hoch. Das ist wirklich ein hartes Geschäft. Wir haben vorhin die Auswertung aus Frankreich gesehen, die ist genauso duplizierbar auf andere Länder. Auch wenn wir bei JFD im Großteil mehr erfolgreiche Kunden haben als viele andere Broker, ist es dennoch so, dass auch bei uns natürlich hier immer wieder Stellschrauben sind, wo man sagen muss, wir bringen die Leute, sage ich mal, immer wieder dahin, dass sie weiter sich bilden müssen oder auch ihren Weg insbesondere finden. Und insofern hoffe ich, ihr habt heute neue Einblicke, neue Impulse bekommen. Hört nicht auf zu lernen, steckt auch Geld in euch, in eurer Ausbildung. Es schadet nie, hier irgendwo sich da weiter dem, ja, den Open Mind hinzugeben und immer wieder Neues zu erlernen. Und das sagte ja André auch gerade nach seinen 22 Jahren. Es gibt immer wieder auch Neues und auch Interessantes. Insofern schönen Abend an euch. Hiermit beenden wir es jetzt. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank für die Ausdauer an der Stelle und lasst es euch gut gehen. Happy Trading, viel Erfolg bei einem. Auf bald, euer Chris Kämmerer und im Hintergang noch der André hat schon Tschüss gesagt. Wir sagen vielen Dank für die Zeit. Euch auch eine gute und in dem Zusammenhang haben. Hohe doch, Happy Trading und fette Beute. Ciao dabei.